शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। Als Gouverneur von Goa kann ich voller Stolz sagen, dass unsere Premierministerin Gayatri Bachchan wie eine Mutter für uns sorgt. Andere Regierungschiefs bauen sich Wohnungen und Paläste, aber sie hat ihren eigenen Palast der Allgemeinheit vermacht. Diesen Palast habe ich von meinem Vater, dem Maharaja Virendra Singh, geerbt. Und ich bin überzeugt, dass der Besitz der alten Könige einzig dem Volk gehört. Sir, Sie sind nicht nur der Ehemann der Premierministerin, sondern auch der Parteivorsitzende. Was sagen Sie dazu? Nur so viel. Ich bin sehr stolz auf meine Frau. Mr. Thapa, Sie können jetzt zu ihr rein. Kommen Sie. Guten Morgen, Premierministerin. Guten Morgen. Bitte? Seit diesem Vorfall in meinem Unternehmen habe ich nicht mehr ruhig geschlafen. Ich sorge mich um die Familien der Mitarbeiter, die zu Tode gekommen sind. Meine Absicht ist es, für diese Menschen etwas zu tun. Weshalb ich zuallererst Sie unterstützen muss. Was verlangen Sie dafür? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die Untersuchung gegen Thapa Chemicals einstellen würden. Ich bin selbstverständlich bereit, mich dafür erkenntlich zu zeigen. Wie viel? 100 Millionen. Mehr nicht? 200. 400. In Ordnung. 400 Millionen. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 400 Millionen. Und dafür geben Sie mir eine Hand, ein Bein und ein Auge. Natürlich von Ihnen. Das ist nicht Ihr Ernst. Wieso? Sie wollen nicht einmal ein Körperteil von sich abgeben. Aber die 500, die durch das Gas Ihrer Fabrik umgekommen sind, die wollen Sie kaufen? Das war kein Unfall. Das war das Resultat völlig veralteter Maschinen. Und Sie sind verantwortlich. Ich werde nicht nur Ihre Chemiefabrik stilllegen, sondern Sie wegen hundertfachen Mordes vor Gericht stellen lassen. Ich werde in der nächsten Parlamentssitzung beantragen, dass sämtliche Ihrer Fabriken schließen müssen. Mr. Thapa, wir müssen ein Misstrauensvotum organisieren. Nein, Gayatri Bachchan ist nicht nur die Premierministerin. Sie ist zu einem Überfluss auch noch die Königin Mutter. Kein Parlamentarier wird gegen Sie stimmen. Also gibt es nur einen Weg, Sie loszuwerden. Eine Kugel. Mr. Thapa, wenn es niemanden in Goa gibt, der es wagt, gegen Sie zu stimmen, wer soll dann eine Kugel auf Sie abfeuern? Ich werde mich darum kümmern. Es kann zwar etwas dauern, aber in Mumbai gibt es einige Killer. Mit etwas Geld wird sich schon jemand finden lassen. Gut. Rani, Sie fliegen nach Mumbai. Machen Sie jemanden ausfindig, der das für uns erledigt. Sorgen Sie dafür, dass keiner raucht. Ja, was kann ich für Sie tun? Haben Sie jemanden, der für die Sicherheit in diesem Club sorgt? Wir haben 4 starke Männer dafür, dort.
Sind das Männer oder Fleischberge? Aber wer sind Sie? Haben Sie mal etwas von dem Paten gehört? Der bin ich nicht. Haben Sie vom Paten Teil 2 gehört? Der bin ich auch nicht. Haben Sie vom Patenfreund gehört? Nein, nein, nein. Das bin ich. Oh, nett, Sie kennenzulernen. Wollen Sie an den Spieltisch? Nein, ich nicht. Aber der Pate. Oh, der Pate kommt also. Wann? Punkt 8. Um Punkt 8? Oh mein Gott! Casino hier. Aha. Was wollen wir hier? Saxena, mir wurden doch diese Diamanten gestohlen. Ja, ich weiß. Ich hol sie mir heute zurück. Wie das? Ich habe den Fall einem Privatdetektiv gegeben. Er hat gesagt, ich soll hierher kommen. Chunky Lal? Ja, Sir. Wer ist das in Ihrem Auto? Ach, er ist der Geschäftsführer meiner Firma. Oh. Und die Diamanten. Haben Sie sie? Keine Sorge, Sir. Ihre Diamanten kommen sehr bald darauf. Entschuldigen Sie, Rauchen ist hier verboten. Entschuldigung. Danke. Idiot. Willkommen, willkommen, Sir, willkommen. Wer ist das? Nicht wichtig, er ist nur der Manager hier. Oh, danke, danke. An welchem Tisch möchten Sie spielen? Das ist der Tisch ohne Limits. Für unseren Boss gibt es keine Limits, verstanden? Seien Sie still! Ich hab's ja schon gesagt, den muss man nicht kennen. Also... Sehr gut. Willkommen, Sir, willkommen. Wollen Sie mehr verdienen? Sicher. Bitte. Neues Spiel, neue Karten. Okay. Sie sind dran. Onkel, kommen Sie mal auf eine Stunde vorbei.
immer eine. Wow. Kumpel, können Sie mir was leihen? Sie bekommen es gleich morgen zurück. Hey, das ist kein Spiel für Amateure. Wenn Sie kein Geld mehr haben, dann fahren Sie doch heim. Einen Moment. Jeder Stein kostet 200.000. Was haben Sie gesagt? Das ist kein Spiel für Amateure? Das sind 10 Rupien. Rufen Sie sich ein Taxi und fahren Sie heim zu Mutti. Anfänger! Okay? Warten Sie! Gehen Sie ruhig. Ich übernehme Ihr Blatt. Ich werde Ihren Einsatz zurückzahlen. Nun, wie hoch war Ihr Einsatz? 2 Steine. Ich meine 400.000. Er hat die... Diese Steine sind auch 200.000 wert. Ich setze 800.000. Sagen Sie, sind das echte Diamanten? Klappe! Man sieht den Mann doch an, wie dem ehrlich ja, ist. Ja, mit so einem Schnurrbart kann man nur ein anständiger Mensch sein. Wenn das so ist, erhöhe ich auf 2 Millionen. 2. 2? Ja, 2. So, 2 Millionen. Zeigen mir. Nicht 2 Millionen. Nein. Das ist doch kein Problem. Er möchte sehen. Bube. Noch ein Bube. Und der dritte Bube. König. Wenn Batscha keine Könige auf der Hand hat, wer denn dann? Diese Karte kann kein König gewesen sein. Ich hab's im Brillenglas gesehen. Oh, die Brille. Ramlal, zeig ihm die Brille. Meinen Sie die? Das ist eine Casino-Brille. Wenn Sie eine bestellen möchten, ich habe jederzeit welche vorrätig. Sie haben mich also zum Narren gehalten? Hey, Cowboy, wir haben Sie nicht zum Narren gehalten. Sie waren schon immer einer. Komm, Ramlal. Halt! Mal was von Manik Chand gehört? Das verspeise ich täglich. Nein. Ja, natürlich haben wir das. Ah. Warum nehmen Sie nicht die Knarre bitte, runter? Bitte, bitte nehmen Sie sie runter. Wir können doch über alles reden, oder? Sie können das ganze Geld haben. Ich gebe Ihnen auch noch gern meine Uhr dazu. So. Und meine Brille. Meine Lederjacke können Sie selbstverständlich auch noch haben. Die macht gern mal Luftsprünge, also stecke ich sie wieder ein. Eine Sache noch. Was ist? Das ist nur ein Finger. Ihr könnt jetzt eure Hände runternehmen. Nehmt sie runter. Entspannt euch. Halt! Die kann nicht nur springen, die kann auch schießen. Komm, Ramlal, ja, nimm das Geld. Komm. Sir. Seien Sie nicht so nervös. Sie werden Ihre Diamanten bald zurückbekommen. Na los, jeder mir!
Nimm dies! Den! Der für dich! Moment, bitte mal stehen bleiben! Rocky? Sehr schön, gib her. Ja, nimm. Nanu, der gehört leider zu uns. Ihr steckt also alle unter einer Decke? Schade, Manik-Chan. Hinterher! Oh, da ist der hinterher! Hinterher, wir kriegen ihn! Schwager? Ja? Ja, was ist los? Wo sind die Diamanten? Schwager, ich wollte ihren Wert noch verdoppeln. Und? Ein Spieler namens Batscha hat mich ausgetrickst und er hat sie jetzt. Was? Dummkopf, Batscha ist kein Spieler, sondern ein Privatdetektiv. Batscha hat von unserem Boss den Auftrag bekommen, die Diamanten, die wir ihm gestohlen haben, zurückzuholen. Hör zu, ich werde sie uns zurückholen. Batscha wird uns nicht entkommen. Hier kommt nicht mal ein Spatz raus. Scheiße! Hey, psch. Er steht genau hinter uns. Das ist eine Puppe. Guckt euch das Gesicht der Puppe an. Hä? Die Puppe hat gar kein Gesicht. Sperr deine Augen auf! Da ist kein Gesicht. Nein. Aber natürlich hat sie eins. Sie hat keins, Boss. Sie sind doch verrückt, Boss. Sehen Gesichter, die es nicht sehen. Sie halluzinieren doch. Ich will nicht mehr für Sie arbeiten. Ich auch nicht. Wir arbeiten nicht für jemanden. Warte doch mal, hört mir doch mal zu. Hey, hier ist er doch, hier ist er. Hallo, hallo, ist da die Polizei? Hi. Brav sein, ja? Was ist denn noch? Ich muss dir was sagen. Ich habe furchtbare Angst vor dir und deinen Artgenossen. Wirklich. Oh, einen Moment hier. Oh. Aus. Ah. 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 Batscha wird schneller als der Wind hier. Sehen Sie? Ich bin untröstlich, Mahendra. Ich bin 5 Sekunden zu früh. Bitte sehr. Ihre Klunker. Danke. Und hier bekommen Sie Ihr Bargeld zurück. Nochmals danke, Batscha. Kein Problem. Das ist mein Chief Assistant Ramlal. Hallo? Er. Ah ja. Er kommt morgen zu Ihnen. Aha. Sie können ihm das Honorar geben. Okay. Auf geht's! Before the fluctuation and ramification of the constitutional ambiguity and the judicial paradoxical position can be a verbal turmoil. He's right. Main to hoon pagal. ये कहूँ हर पल
मैं तो हूँ पागल ये कहूँ हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी جماعت مصرائے اولا کی نغمہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں آئیں یہ کیا غالب کی گجل ہے میری ریت میں تیرنا سیکھ لے اور سمندر کے اوپر ٹہل بین بھینسوں کے آگے بچا اور ہوا میں بنا لے محل सूट लोहे का सिलवा ले तू और पैरों पे चश्मा लगा हाथ में बांध ले वो घड़ी जिसमें हो सारे तेरा बचा आए मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित भूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान और स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं नमस्कार मैंने दूरदर्शन में सुना है पेड़ से तोड़ ले मछलियां बिल्लियों को तू गाना सिखा चांद को कर दे चौकोर तू और सूरज की कोना बना ओ बिना पहिए की गाड़ी में चल भूल जा अपने घर का पता लेके हाथी को मुट्ठी में तू कैबरे देख ले ऊंट का आए? मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी Mach dir mal keine Sorgen um die Bezahlung. Dein Mann Ganpat war schließlich mein Freund. Und Badja hat mir am Telefon erzählt, was du für Probleme hast. Nein, ich möchte wirklich nicht operiert werden. Ich sehe noch ganz ausgezeichnet. Danke. Als ich Badja das letzte Mal gesehen habe, war er noch so klein. Er muss groß geworden sein. Wo ist er gerade? Oh, er ist in seinem Büro. Und wo ist denn sein Büro? Nun, da vorne ist ein Weg. Da gehst du nicht lang. Daneben ist noch ein anderer Weg. Da gehst du aber auch nicht lang. Du gehst also geradeaus und auf der rechten Seite ist noch eine Straße. Da gehst du auch nicht lang. Ah, ich verstehe schon. Ja, ich gehe einfach nirgendwo lang. Ich werde Badja einfach suchen. Hey, warum steht hier so ein Balken mitten im Raum? Wer war der Blinde? Oh, das ist ein berühmter Augenarzt. Jetzt muss ich Badja selbst suchen, das wird nicht einfach. Was führt dich hierher? Also erzähl schon. Es geht um Badja, diesen Bengel. Versteh mich richtig. Du bist die Frau meines verstorbenen Bruders. Er war ein sehr angesehener Polizist. Deshalb halte ich still. Andernfalls hätte ich seine Lizenz schon längst einkassiert. Er hat unser Revier in sehr große Schwierigkeiten gebracht. Ein leerer Koffer? Ramlal, hast du das Geld verloren? Ausgegeben. Wofür? Das kann ich euch sagen. Du hast den Tisch zerstört? Mach 10.000. Zwei Stühle, 2.000.
Und wo ist dann der Rest? Der Kristallaschenbecher, 900 Rupien. Und der Rest davon, wo ist der? Der Kronleuchter, 20.000. Das sind aber erst 32.000. 1.000 Rupien für Gläser und na was. Na gut, und wo ist der Rest von dem Rest? Der Rest? Ja. Du musstest ja Superman spielen und durch die Scheibe fliegen. Das war importiertes Glas für 15.000 Rupien. War es denn unbedingt nötig, durch die Scheibe zu springen? Du hättest die Treppe nehmen können. Glaubst du, macht es Spaß, durch die Luft zu fliegen? Ein Hund hat mich verfolgt. Ja. Hey, aber sag mal, Ramlal, da müssen noch 600 übrig sein. 600? Siehst du das hier? Ich wäre fast nackt gekommen. Ich habe 500 für Klamotten ausgegeben. Hier sind 100. Du kannst sie haben. Kein Problem, ihr braucht euch absolut keine Sorgen zu machen. Warum? Weil die Zeitung von unserem Coup berichten wird. Und wenn das die Runde gemacht hat, ihr werdet sehen, dann werden uns die Leute die Tür einrennen. Es geht los! 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 Wo ist bitte Badgers Büro? Diese Treppe rauf. Da ist Badgers Büro? Warum sagt mir denn keiner was? Ich bin hier schon 4-mal vorbeigefahren, danke. Gern geschehen. Automatiktüren. Treten Sie ein. Schon zu. Wir gehen auf Empfang. Roger. Ja. Hey, Bruder, du hast das Papier vergessen. Hä? Die geht automatisch. Hier ist wohl alles automatisch. Was wollen Sie hier? Was kann ich für Sie tun? Oh, ich möchte gerne mit Badger reden. Der arbeitet doch hier. Badger arbeitet nicht hier, er ist der Chief hier. Der Chief hier? Und wo kann ich ihn finden? Setzen Sie sich. Ist ja schon auf gut. Auf der anderen Seite. Ich setz mich dahin. Einen Moment bitte. Ja, bitte? Sind Sie Badger? Badger? Ich? Wenn Badger diesen Raum betritt, dann bricht ein Gewitter los. Der Himmel öffnet sich, die Erde fängt an zu beben, es fängt an zu blitzen und zu donnern. So ist das. Hey, hey, was ist los? Ich will nicht sterben. Ah, hey, fass mich nicht an. Weg mit dir. Hey, fass mich nicht an. Weg mit dir. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, Mr. Tata. So gerne ich auch würde. Aber ich kann Ihren Fall leider nicht annehmen. Mr. Birla und Mr. Ambani sind schon auf meiner Warteliste. Ja, und dann noch dieser Kirloskar. Der ruft schon die ganze Zeit bei mir an. Was? Glauben Sie wirklich, es ginge mir nur ums Geld? Falls Sie es nicht wissen sollten, was das betrifft, habe ich schon längst ausgesorgt. Sie verschwenden meine Zeit, okay? Ciao, danke, wiederhören. Wenn dieser Tatar nochmal anruft, sag ihm, ich bin nicht hier. Okay, Mr. Butcher, der Assistent des amerikanischen Präsidenten Bill Clinton, Clint Eastwood, ist am Apparat. Er sagt, dass jemand ihre Atombombe gestohlen hat. Er wäre bereit, uns $1 Million dafür zu bezahlen. Amerika? Nein, 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 Mann! Du kennst doch die Regel. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Eben. Hey, was soll das? Warum hebt ihr den Stuhl an? Ich möchte wieder runter. Sowas macht man doch nicht. Chief, unterschreiben Sie bitte diese Geheimdokumente. Der schreibt gar nicht. Ruhe da! Die Unterschrift ist geheim. Nun, Sir, ich bin ganz Ohr. Mutter benötigt eine Augenoperation, aber sie will nicht. Ich soll sie also überzeugen? Das ist korrekt. Okay. Wie alt ist sie? So ungefähr 50. Und Sie, wie alt sind Sie? 60. Die Mutter ist 50 und der Sohnemann ist 60. Der Sohn ist älter als seine Mutter. Ich spreche nicht von meiner, sondern von deiner Mutter. Meiner? Du hast mich doch heute Morgen selbst angerufen. Oh, Sie sind also Dr. Rustom. Ja, das ist korrekt. Dieser Schweinepriester ruft mich heute Morgen an und sagt, Doktor, meine Mutter braucht eine Augenoperation. Ich kann aber nur in Raten zahlen. Dabei schmeißt er hier mit Millionen um sich. Er meinte, er könnte mich zum Narren halten. Oh nein, jetzt kannst du dir einen anrufen. Wo bist du? Ich bin hier, Doktor. Lass mich runter. Wir dachten, Sie wären ein Klient. Wir sind untröstlich. Lass mich runter. Das Büro und die Telefongespräche, das war alles so Hokuspokus. Lass mich runter. Genau, lass ihn endlich runter.
Doktor, Doktor, bitte vergeben Sie mir, bitte. Bitte operieren Sie meine Mutter zu einem niedrigen Preis, ja? Nein, ich bin gerade auf 180. Lass mich erst runterkommen, dann werde ich über eine Operation nachdenken. Bring mich runter! Ich stehe doch schon auf dem Boden. Bitte, Doktor. Was ist denn los? Platz da! Du hast dir eine Tracht Prügel verdient. Beruhig dich! Kann detektiv sein? Mama, das ist mein Büro. Hier genieße ich es gleich. Was soll meine Angestellten von mir denken? Ihr spielt auch Detektiv? Wegen ihm? Mama, bitte! Die ganze Familie ist ja völlig durchgedreht. Ich werde wohl operieren müssen. Verschwindet! Ich werde dir diesen Detektiv-Unsinn schon noch aufschreiben. Du solltest doch Polizist werden. Mama, jetzt warte doch mal. Möchtest du, dass ich berühmt werde? Ja. Möchtest du, dass ich reich werde? Ja. Wollte Papa das ja. auch? Dann hör zu. Gib mir bitte noch 2 Monate. Wenn ich bis dahin keinen Erfolg habe, werde ich alles tun, was du sagst. Bitte. Wenn du willst, dass ich Polizist werde, dann werde ich eben einer. Wenn ich Wachmann werden soll, dann werde ich eben Wachmann. Und wenn du willst, dass ich Straßenkehrer werde, dann kehre ich eben Straßen. Na dann gut. Komm nach Hause zum Essen. Bei so einer lieben Einladung sehr gerne. Und wohin sind diese 4 Dummköpfe verschwunden? Wir sind alle hier! Shiva. $10 Millionen Vorschuss. Der Rest hinterher. Das Ziel? Die Premierministerin von Goa, Gayatri Bachchan. Wo? Sie wird ein Altenheim einweihen. Und der Weg für dich dorthin ist dieser VIP-Pass. Ich komme mit dem Ausweis rein. Und was ist mit den Waffen? Der Sicherheitschef wird dir behilflich sein. Die Feier findet in 2 Wochen statt. Am 26. September. Okay. 26. September? Das heißt, es bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Vielleicht bis zum 24. Aber wer soll das schaffen? Bacha Detektivbüro? Mutter, hey. Riecht auch noch was? Danke, ist lecker! Sieht aus, als käme ein neuer Klient. Und sogar einer mit Geld? Da oben. Tut mir leid, wir haben im Moment zu viel zu tun. Ja, bitte? Sind Sie Mr. Bacha? Mr. Bacha arbeitet geheim an einem geheimen Fall. Sie werden warten müssen. Wir hätten einen Auftrag, der sehr eilig ist. Okay, Mr. Rocky. Ja? Kontaktieren Sie bitte sofort Mr. Bacha, es ist sehr dringend. Charlie, sende das Signal. Roger. Ambo, Ambo. Mr. Derup, Mr. Derup, machen Sie sich mal keine Sorgen. Alles bestens. Die teure Yacht, die Ihnen gestohlen worden ist, die haben wir längst gefunden. Ja, die liegt bei uns auf dem Trockendock. Sie überweisen das Honorar und können sie abholen. Danke, Wiederhören. Ach, übrigens, wie geht's denn Ihrer reizenden Schwägerin? Gut, grüßen Sie sie von mir. Okay, okay, bis bald. Natürlich komme ich. Ja, Mr. Junjun Wala. Woher kennen Sie meinen Namen? Sie tragen an Ihrem rechten Arm, der sich gerade in Ihrer Jackentasche befindet, ein Armband und auf dem steht was drauf, nämlich Karl Junjun Wala. Habe ich recht? Also bitte, ich höre. Das ist ein Foto von meiner Tochter Sima. Ich möchte, dass sie heiratet. Bezaubernd. Ich habe keine Einwände. Aber Sie müssen erst mit meiner Mutter reden. Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe jemanden für Sie. Das ist Nitin Dharampal. Hi. Er ist der Sohn eines Freundes. Oh ja, ich verstehe. Sie wollen also, dass Ihre reizende Tochter ihn hier heiratet? Ja. Normalerweise macht sowas ein Priester. Warum kommen Sie zu mir? Wissen Sie, meine Tochter wünscht sich eine Heirat aus Liebe. Ja, und? Sie hat Nitin zwar ganz gern, aber sie möchte ihn nicht heiraten. Aber, Sir, warum wollen Sie Ihre Tochter zu etwas zwingen, was sie nicht will? Wissen Sie, ich habe einen Gehirntumor. Im Endstadium.
Am 26. September fliege ich für eine Operation nach Amerika. Vielleicht komme ich nicht zurück und... Genug. Ich habe schon verstanden, was Sie wollen. Ich soll also dafür sorgen, wenn Sie gestatten, dass Ihre Tochter diese Idee von der Liebesheirat vergisst. Hm? Ja. Und noch vor Ihrer Abreise soll Ihre Tochter diesen jungen Mann heiraten. Ja, genau. Und dafür wäre ich Ihnen unendlich dankbar. Ich bezahle Ihnen auch, was Sie wollen. Nicht doch. Wenn Sie einen Vorschuss benötigen... Nein, Mr. Junjun Wala, wie kommen Sie denn darauf? Nimm es. Oh, das ist... Wir haben ein kleines Satellitenproblem. Einfach nicht beachten. Wie hoch ist Ihr Honorar? Mr. Junjun Wala, in so einem Fall... Also, was soll ich sagen? Wenn Sie mich nötigen, dann vielleicht 10 oder... Zu wenig. 10.000 im Voraus und... 40.000 nach Beendigung. Einverstanden. Was soll ich sagen? Danke. Vielmals. Also, Mr. Junjun Wala, das geht alles in Ordnung. Jeder Auftrag, den Baja annimmt, ist praktisch schon erledigt. Ich kann jetzt gehen? Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. बादल ओह कहीं रंगिया चल आहा कहीं होठ गुलाबी ओह कहीं चाल शराबी आहा कहीं आँख में जादू ओह कहीं जिस्म की खुशबू आहा कहीं नर्म निगाहें ओह कहीं गोरे बाहें आहा हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है Hier nehmen Sie alles wie abgesprochen. Ich verspreche Ihnen, es gibt keine Probleme. Und keiner wird davon... Keine Sorge, wir kümmern uns drum. कितने ही जलवे हैं आंखों में घुलती है जिनसे चांदनी कितने ही ओ बातें हैं कानों में घुलती है जिनसे रागनी ये चले जैसे जरा बल खाके वो चले जैसे जरा इठला के ये मिले जैसे जरा शर्मा के वो मिले जैसे जरा इतरा के हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है गुलशन की है वो कली जो सारे फूलों से बिल्कुल है जुदा क्या कहिए
oh, dekha hai in aankhon ne usme aisa roop kya kya ajeeb si taazgi hai kya haseen si saadgi hai kya ajeeb si dilkashi hai kya haseen si dilbari hai ha yaha kadam जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है Was ist passiert? Ich habe mit diesem Mann getanzt. Dann ist der Kerl anzüglich geworden. Er hat mich furchtbar angestarrt. Das kann nicht sein. Der arme Mann ist doch blind. Oh. Meine Brille. Was erzählen Sie denn da? Wenn er nicht sieht, wie kann er dann springen und tanzen? Wie soll er sich dann so frei bewegen können? Wissen Sie, ein Blinder sieht die Dinge immer mit seinem Herzen. Dieser arme Mann hier tanzt und singt schon seit Ewigkeiten für uns. Er kennt jede Stufe auswendig. Sie hatten keinen Grund, ihn zu schlagen. Macht nichts. Macht nichts, guter Mann. Macht nichts. Wenn man ein Geschlagener ist, macht es nichts, wenn man nochmal geschlagen wird. Madam. Ich bin nicht Madam. Das ist Madam. Oh. Madam trägt eine Hose. Aha. Was Sie getan haben, war richtig. Wissen Sie, diese Welt hat mir so viel Liebe und Mitgefühl gezeigt, dass ich ganz vergessen hatte, dass ich blind bin. Aber dadurch, dass sie mich geschlagen haben, ist mir bewusst geworden, dass ein Blinder sein Leben lang blind bleiben wird. Gute Frau, ich danke Ihnen vielmals. Sir? Ja? Hey, Sir? Ja? Ihr Mantel. Ah, ja, danke. Vielen Dank. Bitte sehr. Und mein Stock. So. Gut. Huch. Gehe ich jetzt. Ist hier jemand, der mich zum Bus bringen kann? Sir, kommen Sie. Ich bringe Sie zum Bus. Kommen Sie. Sie bringen mich? Ja. Oh, danke. Auf Wiedersehen. Vorsicht, eine Stufe. Nichts passiert. Er ist ein so stolzer Mann. Eher verhungert er, als dass er wiederkommt. Ich befürchte, dass er nie mehr singen wird. Hey, holla. Hallo, entschuldigen Sie. Ein Moment bitte. Bevor Sie weiterreden, muss ich Ihnen sagen, dass ich blind bin und dass mich gerade ein Mädchen geschlagen hat. Also, das Mädchen war ich... Die mit den Hosen? Entschuldigung, es war mein Fehler. Es war nicht Ihr Fehler. Daran ist allein meine Blindheit schuld. Haben Sie mir also verziehen? Ja. Kommen Sie, ich fahre Sie mit dem Motorrad nach Hause. Wenn Sie darauf bestehen, wie kann ich da Nein sagen? Fahren wir. Hey, Leute! Wir haben es geschafft! Was ist passiert? Raja hat die Kleine und sie kommen hierher. Ja! Ja! Wir sind da. Was? Aber woher wissen Sie, dass Sie zu Hause sind? Ich kann den Kuhstall riechen. Von meinen Nachbarn. Oh, also ich muss dann mal los. Gehen Sie doch nicht. Wo Sie schon mal hier sind, wollen Sie nicht auf eine Tasse Tee mit reinkommen? Es ist spät.
Ein andermal. Ist gut. Wenn es Gottes Wille ist. Regen zu dieser Jahreszeit? Ja, ja, das kommt dir schon mal vor. Ich denke, es wird Gottes Wille sein, dass Sie bei mir bleiben, bis der Regen wieder aufgehört hat. Kommen Sie. Sind Sie noch da? Ja. Ah, okay. Kommen Sie. Treten Sie ein. Das ist meine bescheidene Hütte. Kommen Sie nur. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Oh, oh. Vorsicht. Verzeihen Sie, es ist so eine Unordnung hier. Ich werde die Sachen mal eben in den Schrank packen. Und die Bücher, die hier liegen, die liest doch eh keiner. Die stellen wir mal zur Seite. Ach, mein Gott, ich habe den Schirm hier liegen lassen. So, da kommt an den Haken. So ist es besser. Unglaublich. Wie schaffen Sie es, dass alles an seinem Platz ist? Ach, das ist nicht schwer. Ich zähle meine Schritte. Ich zeig's Ihnen mal. 3 Schritte zum Fernseher und 3 wieder zu Ihnen. 5 Schritte zum Kühlschrank. Ha! Und 5 Schritte zurück. Wow. Kau, Sie haben Hunger? Sagen Sie noch was. Kein Problem. Ist nicht wahr. Sie knacken eine Nuss mit dem Spiegel? Ein Kunststück. Ich sag's Ihnen, das können Sie auch. Ihre rechte Hand bitte. Jetzt nehmen Sie die Walnuss zwischen 2 Finger und Ihren Daumen. Gut so. Jetzt führen Sie den Arm schräg nach hinten. Nicht aus dem Arm, sondern aus der Schulter werfen. Und... Wer sagt's denn? Das ist ja unglaublich. Nichts passiert, eine kleine Erfrischung. Entschuldigung. Ich glaube, Sie haben sich ein wenig unterkühlt. Einen Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Entschuldigung, ich möchte nichts Kaltes trinken. Ich hole auch nichts zu trinken. Ich gebe Ihnen was zum... Oh, was zum Anziehen. Kaltgetränke sind im Schrank. Bitte sehr. Ziehen Sie das an und in der Zwischenzeit mache ich einen ganz speziellen Tee mit viel Sahne und wenig Zucker. Ja. Eins, zwei, drei, vier und die 5. Einen Moment dachte ich, Sie hätten mich angesehen. Ich habe Sie angesehen. Was? Ja, nicht mit den Augen, mit meinem Herzen. Sind Sie von Geburt an... Nein. Ich wurde auch nicht arm geboren. Mein Vater war ein reicher, schöner Mann. Da an der Wand hängt ein Foto von ihm. Er hatte Kleiderfabriken in Honolulu. 3 Wohnungen und 7 Autos. Aber die Fabrik ist dann abgebrannt. Mein Vater hat das nicht verkraftet. Und meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben. Doch dann trat eine neue Frau in mein Leben. Mina hieß sie. Gott wollte wohl nicht, dass ich glücklich werde. Mina lief auf die Straße. Und plötzlich kam ein Lastwagen. Mina achtete nicht auf den Straßenverkehr, also rief ich Mina. Aber Mina hörte mich nicht. Der Lastwagen kam näher, ich rief nochmal ihren Namen. Mina! Mina! Mina, pass auf! Hilf doch jemand meiner Mina, schaff sie doch jemand von der Straße. Aber niemand unternahm etwas. Keiner kam mir zur Hilfe. Der Lastwagen kam immer näher. Ich musste handeln, also warf ich nicht auf mich. Nein. An diesem Tag verlor ich durch die Scheinwerfer des Lastwagens mein Augenlicht. Und was wurde aus Mina? Mina. Sie wohnt noch hier.
Sie ist jetzt Mutter. Von zwei Kindern. Und wo ist sie? Sie muss ja irgendwo sein. Oh, Entschuldigung. Mina! Mina! Wir haben Besuch bekommen. Das ist meine Mina. Das ist Mina? Ja, ja. Komm mal zu ich mir. Ich hatte jemand anderen erwartet. Aber es ist so traurig, dass ich Mina jetzt nicht mehr sehen kann. Aber warum sagen Sie sowas? Sie können sicher geheilt werden. Das sagt Dr. Rustom auch. Aber er verlangt 20.000 für eine Operation. Und ich habe noch nicht einmal 20 Rubien. Machen Sie sich um das Geld keine Sorgen. Ich werde das bezahlen. Sie sind so lieb zu mir. Ich werde mich sofort gleich morgen eine Operation unterziehen. Sie sind mir eine so gute Freundin und ich weiß noch nicht einmal Ihren Namen. Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name ist Sima. Okay, ich heiße Babulai. Aber Sie können mich Ratsch nennen. Das macht mir nichts. Also gut, ich hole Sie dann morgen früh ab und bringe Sie dann in die Augenklinik. Gut, ich werde genau um 7:58 an der Bushaltestelle auf Sie warten. Es hat aufgehört zu regnen. Der Tank muss leer sein. Danke sehr. Danke sehr. Wollte ich nur noch mal sagen. Bis morgen. Na, einen Moment. Dieser Pyjama ist der einzige, den ich habe. Oh, Entschuldigung. Ich ist wollte... Schon gut. Ich werde mich dann umziehen. Stopp, hier ist es. Halten Sie an. Wir sind da. Das sieht hier genau wie bei Ihnen aus. Wirklich? Wie bei mir? Ich habe es nie gesehen, also ist es neu für mich. Tut mir leid. Das macht nichts. Es sieht bestimmt alles gleich aus, weil es vom selben Architekten gebaut wurde. Gehen wir? Es ist 7:58. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie. Ja, haben Sie einen Termin? Ja, wir hatten einen Termin für 7:58, aber wir sind 30 Sekunden zu spät. Das ist okay, Sie warten hier. Der Doktor ist noch im Operationssaal, er kommt sicher gleich. Superhit, Duperhit, Operation erfolgreich! Was für eine sagenhafte Operation, ich habe dem kleinen Jungen Froschaugen eingepflanzt. Froschaugen? Ja, weil Kinderaugen so klein sind, die passen wie angegossen. Sagen Sie, Sir... Bekommt dieser Patient auch Froschaugen? Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vollkommen übergeschnappt. Dieser Patient hier kriegt zwei verschiedene Augen. Ein Ziegen- und ein Eulenauge. Hä? Ja, nun, mit dem Ziegenauge kann er bei Tag sehen. Mit dem Eulenauge auch bei finsterer Nacht. Zwei Vorteile auf einen Schlag, so wie es Dr. Rustom mag. Doktor, können Sie keine Menschenaugen nehmen? Ja. Das könnte ich schon, aber die sind so teuer im Einkauf. Das kostet 5.000 Rupien. Ist gut. Ich übernehme das. Nein, Sima, nicht doch. Ich komme auch ganz gut mit Tieraugen klar. Nein, Raj, ich habe es doch versprochen. Yeah. Es ist Zeit, dass wir anfangen, denn wenn es zu spät wird, sehe ich auch nichts mehr. Wieso? Weil meine Augen auch Ziegenaugen sind. Kommen Sie. Entschuldigung. Okay. Halt! Glauben Sie, das wird ein Spaziergang werden? Legen Sie sich auf die Trage, auf die Trage. Ja. Das ist ein schwerer Eingriff, wissen Sie? Also, Beeilung, Beeilung. Alles Gute, Raj. Warten Sie auf mich. Sima, warten Sie auf mich. Nun, Butcher, wie war ich? Was sollte das? Was erzählst du da für ein Mist, hä? Ein Ziegen- und ein Eulenauge, so ein Blödsinn. Ich wollte Eindruck machen, vielleicht habe ich etwas übertrieben. Weil du Eindruck schinden wolltest, hättest du uns fast verraten. Reiß dich zusammen. Ich hab dir gesagt, ich kann kein Arzt spielen. Wen denn sonst? Ich wäre ein guter Apotheker. Na toll. Ich gebe mir solche Mühe und du hackst auf mir rum. Auf damit. Weißt du eigentlich, wie weh mir das tut? Superhit! Operation, ein super Erfolg! Ah, ja, genau.
Steh auf, mein Sohn. Gut, gut. Und zur rechten Seite. Als nächstes entfernen wir den Verband. Ja? Der Verband soll jetzt schon ab? Ja, das war eine Laseroperation. Deshalb kann der Verband jetzt schon runter. Bei einer Computeroperation hätten wir gar keinen Verband gebraucht. Erzählen Sie, wen wollen Sie nach Ihrer OP zuerst sehen? Ich möchte zuallererst den Engel sehen, der mein tristes, schwarz-weißes Leben in einen Farbfilm verwandelt. Sehr gut, sehr gut. Also öffnen Sie Ihre Augen bitte jetzt. Das rechte oder linke? Beide gleichzeitig. Oder Sie sehen nur die Hälfte Ihres Engels. Oh. Also los! Ich kann wieder sehen. Ich kann wieder sehen. Oh. Seh mal, nicht? Seh mal, Sie sind so hübsch. Diese Klinik ist so gut. Oh, Schwester. Tante. Sie sehen auch gut aus. Oh, Doktor, Sie zittern so gut. Das macht die Übung. Ja. Danke, Doktor. Ich bin so glücklich. Vielen, vielen Dank. Ich bin so glücklich. Ich Jetzt bin so ist glücklich. Aber gut. Hey, die nächste OP wartet. Kommt. Sima, vielen, vielen Dank. Ich bin ja so froh, Raj. Das bin ich auch. Eine Walnuss? Ich glaube nicht, wie bunt diese Welt ist. Für dich. Ein Wunder. Der Spiegel ist heute wieder nicht zerbrochen. Kein Wunder. Weißt du, wenn man in jemanden verliebt ist und sie wirft, dann geht nämlich der Spiegel kaputt und nicht die Walnuss. Das glaube ich nicht. Ganz sicher? Sekunde. Versuch's. Wirf. Siehst du? Das heißt, du bist ganz schwer in jemanden verliebt. Und? Wen sehe ich in deinen Augen? Das bin ja ich. Habe ich recht? Ja? Ja. Ich auch. कहना है जो दिल से कहो दिल पर मेरे दिल में रहो मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है अब डरना भी क्या ओ ओ बातों को ये पगला नहीं मानता ये प्यार हो जाए कब कोई नहीं जानता बर्फीले मौसम में भी शोला भड़कने लगे ना जाने कैसे कहां ये दिल धड़कने लगे मोहब्बत नहीं है मोहब्बत हो गई है अब डरना भी क्या ओ ओ Thank you.
गर्मी तेरी धड़कन में तेरा नशा तेरी भी चाहत में है जादू कोई दिलवा शरारत की नहीं है शरारत हो गई है अब करना भी क्या ओ ओ, ओ, ओ। मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है अब डरना भी क्या ओ ओ, ओ, ओ। Kommen Sie. Oh. Mr. Bachchan, Sie sollten dafür sorgen, dass meine Tochter Seema Nitin heiratet. Aber Sie? Nein, nein, Mr. Junjunwala, das verstehen Sie falsch. Sie ist... Die Wahrheit ist, dass man ein Herz brechen muss, um zwei zu vereinen. Und denjenigen, der das macht, nennt man... Ich habe keine Ahnung. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde es Nitin schon erklären, worauf es hinauslaufen wird. Du brauchst dir keine Mühe zu geben. Ratsch wird mich nicht enttäuschen. So glaub mir doch, Seema. Ratsch meint es nicht ehrlich. Ratsch hat heute Geburtstag. Komm doch mit zu ihm. Du kannst dich dort selbst überzeugen, wie aufrichtig er ist. Also? Nach dir. Seid ruhig. Sie kommt. Und ist es nicht wundersam? Von der einen Seite meine Wohnung, von der anderen Seite Dr. Rustoms Augenklinik. Es ist einfach so. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Frau getroffen. Total bescheuert. Die war vielleicht drauf. Sagen Sie, wie können Sie nur Ordnung halten, wo Sie doch überhaupt nichts sehen können? Und wisst ihr was? Wisst ihr, was ich geantwortet habe? Dass ich jedes Mal meine Schritte abzähle. Ich muss euch das unbedingt vormachen. Das ging ungefähr so. Ich mache 3 Schritte zum Fernseher und 3 Schritte wieder zu Ihnen. Ja, ich habe gerade über dich gesprochen. Sei still. Nein, das habe ich nicht du gesagt. Du Betrüger. Nein, du hast mich um mein Geld betrogen. Du hast mit meinen Gefühlen gespielt. Das ist doch nicht du wahr. Du hast dich für einen Blinden ausgegeben. Lass aber uns die reden. Wahrheit ist, dass ich die Blinde das bin. Du ich habe es dir ja auch sehr leicht gemacht. Ich habe dir geglaubt. Okay. Ich habe dich geliebt. Jeder liebt jemanden. Oh Gott, ich bin so blöd. Wie konnte ich nur darauf reinfallen? Ist doch halb so schlimm. Meine Freunde... Plötzlich regnet es. Der Tank ist leer. Er hatte ein Loch. Dr. Rustom, eine Laser-OP in 10 Minuten. Es gab nicht keine doch, Seema. Ein Ziegen- und ein Eulenauge reichen völlig. Ich wollte dich eben nicht ausnehmen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Halt doch jemand auf. Nitin. Wir haben es geschafft, Daddy. Wir haben es geschafft. Leise Dummkopf. Nenn mich nicht Daddy. Wenn das jemand hört, geht unser ganzer Plan zum Teufel. Wenn das Mädchen erst einmal dir gehört, werde ich sehen. Ich werde zusehen, dass die Junjunwala-Akte zum CBI kommt. Rein mit dir, geh! Mir ist von der vielen Cola ganz schlecht. Hey, schlaf nicht ein beim Aufräumen. Danke, Mr. Bacha. Ah, hallo, Mr. Junjunwala. Sie haben meinen größten Wunsch erfüllt. Ich werde Ihnen für immer dankbar sein. Keine Ursache. Hier sind die restlichen 40.000. Ich danke. Ramlal, für das Schweizer Konto. Okay, Sir. Übrigens, ein Mann, der nicht mehr lange lebt, sollte keine großen Versprechungen machen. Wie? Na, Sie wissen schon. Oh. Aber es wird schon alles gut gehen. Ich wünsche Ihnen ein rauschendes Hochzeitsfest. Schön. Hey, gratuliere. Danke. Seema ist ein gutes Mädchen. Sie haben wirklich Glück. Sorgen Sie dafür, dass sie glücklich wird, okay? Klar. Alles Gute. Danke. Gehen wir? Ja. Oh, einen Moment noch. Das sind die 25.000 von Ihrer Tochter. Für die Operation. Und das... Alles Gute. Danke. Danke. Wir kommen. Du, Butcher, irgendwie hat mir die Sache keinen Spaß gemacht. Du hättest dir nicht das Herz brechen sollen. Das ist nur meine Meinung. Nein, nein, Ramlal.
Manchmal ist es einfach nötig, jemandem das Herz zu brechen. Andernfalls hätte sie niemals eingewilligt, den Wunschkandidaten ihres kranken Vaters zu heiraten. Und das war schließlich der Auftrag, für den wir bezahlt wurden. Und darüber hinaus ist das der erste Auftrag ohne Verlust für uns. Bevor Sima etwas herausfinden kann, müsst ihr unbedingt verheiratet sein. Okay. Das ist wirklich sehr wichtig. CPI-Officer Deepak Malhotra? Ja. Ich bin hier, um Sie beide zu verhaften. Wegen mehrfachen Bankbetrugs. Heute ist der 26. September. Das wird der letzte Regierungstag der Gayatri Bachchan sein. In ein paar Minuten werden wir von ihrem Tod erfahren. Und alle meine Probleme lösen sich in Luft auf. Oh, die gute Nachricht. Hallo? Ich bin's, Rani. Hi, Rani. Überbringst du mir die gute Nachricht? Chief, Shiva hatte leider einen Unfall. Mission gescheitert. Die Mission ist gescheitert. Goa, 26. September. Premierministerin Bachchan auf eine Einweihung. In nur 200 Meter Entfernung ereignet sich ein Autounfall. Der Fahrer, ein bekannter Auftragsmörder aus Mumbai, stirbt dabei. Bei ihm werden eine Pistole, Handgranaten, Flugtickets zurück nach Mumbai und ebenfalls dieser VIP-Ausweis für eine Einweihungsfeier gefunden. Die Polizei findet bei der Durchsuchung seines Hauses 10 Millionen in bar und ein Foto von Gayatri Bachchan. Das heißt also, dass er den Auftrag hatte, die Premierministerin umzubringen. Und dass er im Besitz eines VIP-Ausweises ist, beweist, dass der Auftraggeber ein hohes Tier ist. Das stimmt. Das Problem ist, dass bei dem Unfall zwar der Killer gestorben ist, aber nicht der Auftraggeber. Und bevor er den nächsten Schritt macht, schicken wir einen unserer Geheimagenten nach Goa. Unser Mann soll dort nicht nur die Premierministerin beschützen, sondern auch diesen Fall aufklären. Zu diesem Zweck habe ich einen sehr intelligenten Mann ausgewählt, der im Alleingang den Junjunwala-Bankbetrugsfall gelöst hat und die Akte am 26. September geschlossen hat. Dieser Mann arbeitet so verdeckt, dass ich in dieser Abteilung der Einzige bin, der ihn persönlich kennt. Mrs. Nathan, Sie fliegen heute nach Mumbai und übergeben unseren Geheimagenten diese Diskette hier. Diese Diskette enthält alle Informationen, die wir über die verdächtigen Personen besitzen. Wie soll ich mit ihm in Kontakt treten? Die Details sind in diesem Umschlag. Okay. Mr. Sharma, auf Sitz 1C Ihres Fluges sitzt unser Geheimagent. Sie werden ihm diese Blume geben und natürlich für seine Sicherheit sorgen. Ja. Und Mr. Chopra, Sie werden unseren Mann am Flughafen von Goa abholen, wobei die Blume das Erkennungszeichen ist. Ja, Sir. Sie werden ihm jegliche Unterstützung geben, die er für den Erfolg der Operation benötigt. Okay, Chief. Um zum Schluss zu kommen. Der Name der Operation ist Operation Ma. Und der Codename unseres Agenten lautet Bacha. Tapa, das CBI weiß Bescheid. Danke für die Information. Was ist, Chief? Das CBI weiß von der Sache. Sie wollen den Fall untersuchen und schicken einen Geheimagenten. Namens Bacha, Lagoa. Rani? CBI-Officer Nathan fährt zum Flughafen, um den Agenten abzuholen. Folge ihr und finde heraus, wer dieser Bacha ist. Lieber Mahendra, wie kann ich Ihnen diesmal helfen? Das kann ich Ihnen nicht am Telefon sagen. Bitte kommen Sie sofort ins Fantasyland. Fantasyland? Okay, Ende und aus.
Sorry, ist schon gut. Jetzt muss ich nur noch abwarten, bis du den Agenten triffst. Reden Sie, Sir. Butcher? Sehen Sie nicht zu mir. Drehen Sie sich um. Umdrehen. Jetzt können Sie sprechen. So bekommt es keiner mit. Also, warum haben Sie mich hergerufen? Meine 7-jährige Tochter wurde in ihrer Schule in Goa entführt. Haben Sie die Polizei informiert? Nein. Gut. Die Entführer haben damit gedroht, meine Tochter umzubringen, sollte ich zur Polizei gehen. Wann genau haben Sie davon erfahren? Gestern Abend. Die Entführer haben angerufen. Hallo? Hier spricht Deepak. Ich höre Deepak. Ich stehe bei Apparalis. Wo sind Sie gerade? In der Nähe. Aber wir bleiben trotzdem am Telefon. Es wäre gut möglich, dass Ihnen jemand gefolgt ist und mich enttarnen will. Also, wie lautet der Auftrag? Sie sollen nach Goa fliegen. Goa? Ja, Sie wollen, dass ich im Hotel Blauer Nil einchecke. Sie nehmen dort wieder Kontakt auf. Was verlangen Sie? 5 Rohr in Diamanten. Es geht mir nicht um die Diamanten. Ich mache mir nur Sorgen, dass auch wenn Sie sie bekommen, Sie meine Tochter nicht freilassen werden. Deshalb, ich bitte Sie um Hilfe. Helfen Sie mir bitte. Sie brauchen nicht das Pferd anzubeten. Sagen Sie mir nur, was ich tun soll. Ich möchte, dass Sie nach Goa fliegen und die Übergabe regeln. Okay. Wann soll ich fliegen? Ihr Flug geht morgen um 9. Und der Codename der Operation ist Operation Ma. Aus Sicherheitsgründen werden Sie Ihr Ticket direkt am Indian Airlines Executive Schalter abholen. Das Ticket ist dort auf Ihren Codenamen hinterlegt. Wie lautet der? Badja. Sie müssen sofort ein Zugabteil reservieren. Was reden Sie da? Sie werden natürlich fliegen. Ach nein, ich nehme noch 4 Kollegen mit. Kein Problem. Ich besorge Ihnen insgesamt 5 Tickets. Ich werde sie auf Ihren Namen am Schalter hinterlegen. Wenn Sie in Goa angekommen sind, wird sich mein Geschäftsführer bei Ihnen melden. Er sagt Ihnen alles Weitere. Nehmen Sie... Okay. Ja. Hier sind die Diamanten. Und hier ein Foto von meiner geliebten Tochter. Okay. Wo finde ich die Akte? Sie ist auf einer Diskette. Sagen Sie, wo soll ich sie Ihnen übergeben? Legen Sie sie in Ihre Handtasche. Lassen Sie sie dort stehen und ich hole sie gleich ab. Gute Arbeit. Du fliegst heute Abend nach Goa. Ich werde Onkel Tom anrufen, damit er dich dort abholt. Er kennt sich dort sehr gut aus. Er wird dir helfen. Wir sehen uns morgen am Flughafen in Goa. Merk dir, mein Codename ist Butcher und deiner ist Rosie. Danke. Hallo? Hier ist Rani. Ja, Rani. Gibt es schon etwas über Butcher? Chief, er ist sehr gerissen. Er hat die Diskette erhalten, ohne Mrs. Nathan zu treffen. Was? Das war unsere einzige Chance, Butcher zu identifizieren. Und Sie haben es versaut. Chief, es gibt noch eine Möglichkeit. Er wird sein Ticket am Flughafenschalter abholen und dabei seinen Codenamen nennen. Ich werde dort auf ihn warten. Machen Sie Folgendes. Heuern Sie einen gescheiten Killer an, der Butcher schon am Flughafen erledigt und an seiner Stelle nach Goa fliegt. Keine Sorge, Chief. Mein Freund Moti wird diesen Job für Sie erledigen. Rani, das kann kein dahergelaufener Hund machen. Chief, Moti ist kein Hund. Er ist mein Freund. Er ist gerade zu mir gekommen. Frisch aus dem Knast. Verstehen Sie das? Gut, Rani. Sollte Moti den Job diesmal erledigen, werde ich dich dafür reichlich entlohnen. Andernfalls bist du dran. Mr. Tapar. Warum soll Moti als Butcher hierher kommen? Die CBI-Leute werden denken, dass Moti ihr Mann ist. Und werden ihm Zugang zu Frau Butcher gewähren. Und bei der ersten günstigen Gelegenheit wird er Frau Butcher sofort umbringen. Acht
Achtung, Flug AC-107 ist in Kürze bereit zum Boarden. Die Passagiere werden gebeten, zum Gate B27 zu kommen. Ja, okay, gut, okay, wir sind da. Alle bleibt raus. Und reißt euch zusammen. Ja. Okay, Ramlal, du kümmerst dich ums Gepäck und ich besorge die Tickets, okay? Okay, okay, ja, kein Problem. Ein Wagen, Sir. Umsonst? Ja, umsonst. Dann gerne. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Flug AC-108 ist in Kürze bereit zum Boarden. Die Passagiere werden gebeten, zum Gate B27. Danke. Der Nächste, Ihr Name und Ihr Ticket, bitte. Mein Name ist... Walkman. Walkman? Ich habe meinen Walkman vergessen. Bin gleich zurück. Warten Sie. Ja. Oh, Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Hier, bitte. Danke. Eil dich ein bisschen, sonst fliegt das Flugzeug ohne uns ab. Tempo. Ist ja Mach gut. Schon. Ramlal, unser Flug geht doch erst in 2 Stunden. Komm schon, hey, entspann dich. Hey. Ramlal, hast du meinen Walkman? Ich? Wieso? Ja, du. Guck doch mal bitte. Ihr Ticket, bitte. Butcher. Mr. Butcher, Flug IC-102 nach Goa. Sie werden gebeten, zum Telefon in der VIP-Lounge zu kommen. Ihr Ticket! Hallo? Butcher, Junge, hier ist deine Mutter. Ma? Du hast dein ganzes Gepäck zu Hause vergessen. Gepäck? Aber womit willst du dich denn dort nur rasieren? Hast du denn wenigstens noch die Schokolade? Gib deinen Freunden auch etwas, hörst du? Ah! Butcher! Ja, bitte? Wo ist die Lady? Sie... Vergessen Sie es. Ich finde sie. Geben Sie mir zuerst die Tickets. Mein Name ist Butcher. Ja. Ihre Tickets, Mr. Butcher. Danke. Ich bin Ramlal. Oh, okay. Tranquila. Was ist Otto? Hören Sie? Ihre Tickets sind hier bei mir. Ah, ich sehe. Okay. Kein Problem. Mr. Butcher, Flug IC-102 nach Goa. Sie werden gebeten, einen Anruf in der VIP-Lounge entgegenzunehmen. Für mich? Danke sehr. Wer nur? Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Hallo? Was ist mit ihm? Überdosis. Er hat zu viele Tabletten geschluckt. Ich muss ihn ins Krankenhaus bringen. Warten Sie! Halt, warten Sie! Hey, warten Sie! Ich hab Ihre Diskette! Hallo? Hallo? Mr. Also, Butcher, hallo. Telefon für Sie. Ich komme! Hallo? Hier ist Butcher. Ma. Ma? Was ist denn mit deiner Stimme passiert? Operation, Ma. Oh, es geht um Mars. Hallo, Doktor. Doktor? Vielleicht wird er beobachtet und benutzt eine Geheimsprache. Brillant, brillant. Ja, ja, hier spricht der Doktor. Sind Sie in Ihrer Klinik oder sind Sie zu Hause? In der Klinik. Gut, gut. Was gibt's? Ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. In Ihrem Flugzeug wird ein Mann sitzen und Ihnen eine Blume geben. Blume? Oh, mein lieber Doktor, das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber der Erfolg der Operation hängt von Ihnen ab. Sie müssen verstehen, dass das eine sehr große und wichtige Operation ist. Aber Doktor, ich dachte, es wäre nichts Großes. So eine wichtige Operation und er sieht das Ganze so locker. Wow. Ja, Butcher, es ist auch nichts Großes. Na also. Aber denken Sie daran,
Die Operation sollte in 15 Tagen beendet sein. Na klar, Doktor. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bringe nur diesen Job hier zu Ende und in einer Woche bin ich zurück. Doktor, passen Sie auf meine Ma auf. Ich liebe sie nämlich wirklich sehr. Ja, das werde ich. Ich liebe Ihre Ma auch sehr. Ach ja? Das ganze Land liebt Ma. Sie ist nicht nur Ihre Mutter. Sie ist unsere Mutter, die Mutter der Nation. Alles Gute, Batscha. Danke. So ein intelligenter Mann. Wir haben alles besprochen. Und jemand, der daneben gestanden hätte, hätte das für ein Gespräch zwischen einem Arzt und dem Sohn einer Patientin gehalten. Jetzt habe ich absolut keinen Zweifel mehr, dass Operation Ma ein durchschlagender Erfolg wird. Chief, die Mission ist erfolgreich. Unser Mann ist nun Batscha, der Agent. Entschuldigung, ich bin Batscha. Mr. Batscha? Ich habe hier ein Economy-Ticket für Sie. Was haben Sie da gesagt? Batscha fliegt Economy-Klasse? Erste Klasse. Ja, hier entlang. Sitz Nummer 1C. Danke. Gern geschehen. Na, hallo, hallo, wie geht's? Erster Flug, erste Klasse. Entschuldigen Sie? Ihren Mantel bitte. Okay. Entschuldigung, ja? Bringen Sie den auch zurück? Natürlich, Sir. Gut. Ah! Oh. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ja, können Sie. Ihr Sitz ist auf der anderen Seite. Wir gehören zu Ihnen. Ja, das stimmt. Genau, das stimmt. Nein, nein. Sie haben Tickets für die Economy-Klasse. Und die ist leider... Aber wir sind doch in einem Taxi gefahren. Er war vor uns, aber deswegen müssen wir doch nicht zurück. Nein, aber das hier ist die erste Klasse. Die Economy ist da hinten. Aha. Ja? Flugzeug wird die dritte Klasse Economy genannt. Korrekt, du hast recht. Sehr gut. Hinten also. Ja, sie ist hinten. Okay, danke. Das ist die erste Klasse. Ja. Erste, ja. Batscha fliegt in der ersten Klasse auf, und wir in der dritten. Wir werden besser mit dem Zug gefahren. Hallo. Entschuldigung, Sir. Schokolade? Umsonst? Ja. Okay. Okay. Ich nehme gleich noch welche. Aha, bitte. Sorry. Jetzt weiß ich, warum die Leute so gerne fliegen. Wieso? Weil Frauen die Tickets kontrollieren. Nein, das sind Stewardessen. Der da kontrolliert. Toll, nicht? Der Schaffner verteilt Schokolade. Eine Waffel wäre gut, nicht? Entschuldigung, könnten Sie Ihr Gepäck bitte im Fach aufbewahren? Wie soll ich denn schlafen, wenn es im Fach ist? Ja. Yeah. Das ist kein Zugabteil, sondern nur ein Fach. Verehrte Fluggäste, wir heißen Sie herzlich an Bord unserer Maschine willkommen. Gleich erklären wir Ihnen die Sicherheitsvorschriften. Schaffner? Ja, Sir? Wenn wir im Bahnhof halten, schicken Sie den Teeverkäufer zu mir. Wenn Sie noch ein paar Minuten warten, dann bringe ich Ihnen den Tee und das Frühstück. Frühstück? Nein, nein. Wissen Sie, unser Boss sitzt vorne in der ersten Klasse. Der hat das Geld. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist alles kostenlos hier. Kostenlos? Ja. Es ist kostenlos, umso besser. Tun Sie uns bitte einen Gefallen und packen Sie das Frühstück ein. Und wärmen Sie bitte das Essen auf, das uns unsere Mutter gegeben hat. Sie hat es mit so viel Liebe zubereitet. Ihr Jungs seid mir ein paar Witzbolde. Das ist ausgezeichnet. Was ist das Leben ohne einen Witz? Ohne einen Witz wäre das... Wer ist das? Sieht aus, als fliegt er zum ersten Mal heute. Ich gehe mal hin. Batscha. Batscha. Der Chief hat mich geschickt. Was ist das? Eine Blume. Für Sie. Blume? Ah. Der Doktor macht sich unnötig Mühe. Wenn Sie ihn treffen, sagen Sie ihm bitte von mir, dass er kein Arzt ist, sondern ein Gott. Setzen Sie sich doch. Nein, mein Sitz ist dort.
Verstehe. Alles Gute. Danke, alles Gute. Was ist? Muti, das CBI hat uns reingelegt. Wir haben den Falschen umgebracht. Butcher ist noch am Leben. Was? Es ist noch ein weiterer CBI-Mann bei ihm. Mach dir keine Sorgen. Sie werden beide nicht mehr lange am Leben sein. Ganz sicher? Ja. Okay, los. Butchers Leben ist in Gefahr? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Na gut. Butcher! Butcher! Wenn du vorhast, Butcher auch nur ein Haar zu krümmen, bist du ein toter Mann, verstanden? Bevor das Flugzeug gelandet ist, bewegst du dich keinen Schritt aus dem WC heraus, verstanden? Dieser Glatzkopf muss einer von den Kidnappern sein. Entschuldigung? Danke. Ich hab noch. Kann ich mich setzen? Hm? Darf ich mich neben Sie setzen? Oh, natürlich. Danke. Bitte. Danke. Bitte, setzen Sie sich. Summer feelings. Oh, wie heißen Sie eigentlich? Rani. Oh, ich bin Butcher. Rani, Butcher, Butcher, Rani. Ja, ist das herrlich. Und wohin fliegen Sie? Sagen Sie, einen Moment, ich wollte das noch trinken. Tut mir leid. Nein, das Rechte ist meins. Das ist das Rechte. Nein, nein, ich glaube, das Linke war's. Das Linke? Nein, nein, es ist... Einen Moment mal. Das ist ein sehr kniffliger Fall. Aber ich werde ihn lösen. Sehen Sie, Sie sitzen zu meiner Linken und ich zu Ihrer Rechten. Aber für Sie sitzen Sie rechts und ich links. Und es ist ganz normal, dass der Rechtssitzende zuerst das Linke bekommt. Richtig, Sir. In Ordnung. Also nehmen wir das Linke und stellen es nach rechts. So, also gehört das Linke nach rechts und das Rechte nach links. Ganz einfach. Und wenn ein Linkssitzender Rechtshänder das linke Glas nimmt und es auf die linke Seite stellt, stellt es ein Rechtssitzender Linkshänder auf die rechte. Richtig, Sir. Sie können also jetzt gehen. Danke. Ja. Vielen Dank. Gehen Sie. Der Fall ist gelöst. Ha? Gelöst. Links, rechts. Entschuldigen Sie, vielleicht ist ja doch das Rechte von mir. Ja, das denke ich auch. Das Rechte ist ihrs und das Linke ist meins tatsächlich. Sie haben recht. Danke. Wir haben soeben Goa erreicht. Die Temperatur beträgt 23 Grad Celsius. Und Schatz? Erledigt. Ich habe sie beide vergessen. Sehr gut, Liebling. Ich bin wirklich stolz auf dich. Entschuldigen Sie bitte. Oh! Ich glaube jetzt doch, das rechte Glas war ihrs. Haben Sie einen Zwillingsbruder? Nein. Ich auch nicht. Wer ist das? Den kenne ich doch. Das ist Butcher. Hi, sind Sie zum ersten Mal hier? Ich liege täglich hier. Wenn Sie etwas sehen möchten, lassen Sie es mich wissen. Butcher ist da vorne! Butcher ist nicht allein! Hinlegen! Hinlegen!
Was ist? Warum legen sich alle hin? Strömen irgendwo giftige Gase aus? Vorsicht, Mann! Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Ich bin Ihr Freund, Sir. Der Chief hat mich geschickt. Warum haben Sie dann geschossen? Weil sich jemand identifiziert hat, Butcher. Butcher? Onkel Tom, hier stimmt etwas nicht. Warum reist er jetzt unter dem Namen Butcher hierher? Kennst du diesen Mann? Mhm. Sein Name ist Ratsch. Und er ist ein gemeiner Betrüger. Oh. Hey! Weg hier! Ich muss herausfinden, warum er jetzt den Namen Butcher trägt. Warten Sie, mein Gepäck ist noch... Sie kommen mit! Hey, warte! Scheiße! Wenn der Chief erfährt, dass ich Butcher nicht erledigt habe, dann wird er mich umbringen. Wer ist das, mit dem Butcher da weggefahren ist? Das ist vielleicht einer der Männer vom Chief. Es ist schön, dass er außer Gefahr ist. Und womit fahren wir? Sieh doch mal da, wir werden abgeholt. Also, worauf warten wir noch? Kommt, Leute! Dieser Glatzkopf, der hat mich vielleicht angestarrt, etwa so. Was sage ich? Er starrt weiter und ich hau ab. Der hat mich wohl für blöd gehalten. Hallo. Hier spricht Suleiman. Ja, Suleiman. Hast du Butcher schon vom Flughafen abgeholt? Butcher ist gerade mit jemand anderem weggefahren. Seine Männer sitzen hier bei mir im Auto. Ist gut. Butcher ist mit jemand anderem weggefahren. Der hält sich wohl für besonders clever. Aber er weiß nicht, dass wir die Entführer sind und dass das Kind bei uns ist. Lass das. Ja, jetzt hör auf. Kommst du? Ja. Mach aus dir drauf. Schwager, ja. Wenn dieses kleine Mädchen uns schon das Leben zur Hölle machen kann, was wird dann erst Butcher mit uns anstellen? Hier bekommen Sie alles, was Sie für Ihren Auftrag benötigen. Hier ja, verstehe. Bitte. Das ist der Kopf unserer Forschungsabteilung, Mr. Hussi. Hallo. Und das ist... Mr. Badger, unser großer Mann. Sie kennen ihn? Natürlich, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Er ist noch sehr jung. Nun, in der Spezialausrüstung, die ich Ihnen heute anvertraue, stecken 25 Jahre Entwicklung. Oh. Und das sind die Früchte meiner harten Arbeit. Ein Toffee. Toffee. Oh. Das ist kein normales Toffee. Nein, nein. Sie packen es aus, kauen es durch, packen es wieder ein und werfen es. Es besteht kein Zweifel, dass dieses Toffee wie eine Bombe einschlägt. Weiter. Weiter. Oh, unsere Spezialschuhe. Ah, explodieren die auch? Nein, das nicht. Sie kleben. Sehen Sie. Unglaublich, kleben wie eine Echse an der Wand. Guter Mann, von nun an heißen Sie Echsenschuhe. Weiter. Danke. Bitte. Nun zu dieser Brille. Das ist eine Röntgenbrille. Setzen Sie sie auf. In Sehr Ordnung. Gut. Verstehe. Moment, bitte. Lilly. Oh. Oh. Sie frecher Junge. Nein, nein. Also los, machen Sie schon. Ich warte. Und? Wie finden Sie's? Gut. Ist sie nicht toll? Das ist ja eine Mordskanone. Also. Das ist noch gar nichts. Sie können damit die kleinste Waffe sehen, die der Gegner bei sich hat. Fantastisch. Ich. Lilly, es tut mir leid. Ich hatte nicht. Ist sie gut? Ja. Dieses voll ausgestattete Auto habe ich extra für Sie ausgerüstet. Nur für Sie. Für mich? Ja, nur für Sie. Meinen Sie, ich kann damit fahren, wohin ich will? Selbstverständlich, kein Problem. Okay. Ja. Wissen Sie was? Ja? Wenn ich mir Ihre Erfindung so anschaue und dieses Auto, könnte man meinen, dass das hier keine gewöhnliche Werkstatt ist. Sieht eher aus wie, ich würde sagen, eine CBI-Werkstatt. Ganz richtig, das ist ja auch eine CBI-Werkstatt. Und Sie sind wohl auch ein CBI-Officer, oder? Aber selbstverständlich, Sie sind doch auch ein CBI-Officer. Nein,
Bevor ich dieses Auto von Ihnen annehme, muss ich eins mal klarstellen. Ich bin kein CBI-Officer. Ich bin Privatdetektiv. Was? Was redet der für ein Müll? Sir, er ist auf einer Geheimmission. Er will nicht erkannt werden. Oh, ich verstehe. Tut mir leid. Mein Fehler. Ich nehme alles zurück. Sie sind kein CBI-Officer. Ja, und mein Name ist Badja. Badja. Und jetzt lösen Sie den Fall so, wie Sie den Junjunwala-Fall gelöst haben. Sie haben von dem Junjunwala-Fall gehört? Jeder weiß davon. Es ist ein offenes Geheimnis. Hier ist der Artikel. Bitte. Danke sehr. Das muss so, und jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, was das Auto alles kann. 800 Millionen Betrug bei Dhanlakshmi Bank aufgeklärt. Junjunwala und Sohn von CBI verhaftet. Hä? Vater und Sohn? Also was Sie nicht sehen. Die Rücklichter. Alles klar? Ja, jetzt ist mir alles klar. Gut. Ach, übrigens, sagen Sie es ihm mal bitte, dass es mir furchtbar leid tut. Wer ist Sima? Das verstehe ich nicht. Wären Sie an seiner Stelle, würden Sie es verstehen. Mutti, da ist er, fahr! Ring, ding, 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 ding. Was ist denn da los? Hey, Sima, was macht sie denn hier? Hallo, Sim! Wie öffnet man nur dieses Fenster? Sima! Sima! Beeil dich, er entkommt! Aber, sind die Knöpfe? Oh, Scheibenwischer! Sima! Da ist der Mutti, tu doch was! Gib mir das ein G! Wo ist denn der verdammte Knopf? Verdammt doch mal! Die Panzerfaust! Komm schon, Mutti! Mist, dann versuche ich sie eben alle! Was ist denn das? Was ist das? Na schon! Was für ein Auto! Hier funktioniert aber auch gar nichts! Hey, Sima! Sima! Es ist offen, Sima! Sie sind da! Los, ich will rein! Spielen. Das soll wohl ein Scherz sein. Wir sollten doch mit Badja zusammen im Hotel Blaues Land wohnen. Was sollen wir hier? Hey. Hey! Sie sollen auf keinen Fall merken, dass Sie von uns gekidnappt wurden. Geht! Hallo? Sir, hier spricht der Chief von Mahindras Firma. Willkommen in Goa, Sir. Schon gut, die Begrüßung können Sie sich sparen, Chief. Was haben Sie mit meinen Freunden gemacht? Ihre Freunde erholen sich gerade im firmeneigenen Gästehaus, Sir. Okay. Sir, haben Sie die Diamanten mitgebracht? Natürlich habe ich das. Aber die Entführer werden von mir keinen einzigen Stein bekommen. Und darüber hinaus werde ich das Kind befreien. Bitte tun Sie so etwas nicht. Mein Boss hat reichlich Diamanten, aber nur eine Tochter. Bitte befreien Sie das Kind und geben Sie die Diamanten den Entführern. Hey! Mhm. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Guten Abend? Ich meine den Hoteljungen. Los, komm her. Triff mich in der Piano-Bar. Wir müssen über etwas reden. Wer könnte das sein, Sir? Das müssen die Kidnapper sein, Sir. Kidnapper? Aber wir sind doch die Kidnapper. Wer sind dann diese anderen Kidnapper? Sima, waren die Blumen von dir? Mhm. Es hatte ein Missverständnis zwischen uns beiden gegeben, dass ich... Du brauchst mir nichts zu erklären. Ich weiß schon alles. Junjunwala hat dich belogen und betrogen. Nein, Sima. Ich habe mich selbst belogen.
Ich habe so getan, als würde ich dich lieben. Aber die Wahrheit ist, dass ich dich wirklich liebe. Das habe ich erst richtig verstanden. Als ich dir schon wehgetan hatte. Es tut mir leid, Sima. दिल क्यों धक धक करता है क्यों ये तुझ पे मरता है दिल तुझको ही चाहे बार बार हम तो दीवाने हुए यार तेरे दीवाने हुए यार तुझसे कभी ना धोखा करूं तूने किया है एतबार 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 हम तो दीवाने हुए यार तेरे दीवाने हुए यार वाने हुए यार। Sie können abräumen. Thank you.
Sieh mal, Sima. Ich... Was wird das? Du sagst das eine und tust was anderes. Wo ist Bacha? Du hast seinen Namen auf den Lippen und sein Gesicht im Blick und fragst, wo Bacha ist. Entweder du antwortest mir oder ich drücke ab. Das könntest du nicht, selbst wenn du es wolltest. Es gibt ein kleines Problem. Was? Du hast die Pistole nicht entriegelt. Ich zeig's dir. Doch der, den ich am Flughafen getroffen habe. Dort habe ich statt deiner einen anderen umgebracht. Aber jetzt entkommst du mir nicht. Was hast du getan? Du hast mich umgebracht. Oh je, das war nicht meine Absicht. Oh, sieh mal. Hey, Hund! Kumpel, ich habe große Angst vor Hunden. Ich auch. Diese Viecher beißen. Ich habe gehört, dass man ein Lied singen muss. Dann beißen sie nicht. Blödsinn, ich glaube kein Wort. Ich bin ganz verrückt. Nee, 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 nee. Ich bin ganz verrückt. Das sag ich immer, das sag ich immer. Mach etwas Verrücktes und lass mich gehen. Lass mich gehen, lass mich gehen und lass mich gehen auf Wiedersehen. Ich bin ganz verrückt, ich bin ganz verrückt, ich bin ganz verrückt, ich bin ganz verrückt, ganz verrückt. Hilfe! Hilfe! Jemand, Hilfe! Warum ist dir denn keiner Hilfe? Sima? Mutti-Liebling, was machst du denn in dieser Mülltonne? Was denkst du denn? Lebt Bacha etwa immer noch? Er ist mir entkommen. Ich war kurz davor, ihn umzubringen, aber ein wilder Hund hat ihn gerettet. Komm. Wohin? Ins Krankenhaus. Der Hund hat mich gebissen und ich brauche Spritzen, damit ich mich nicht infiziere, du dumme Kuh. Mr. Mahendras Geschäftsführer ist wirklich sehr großzügig. Er kümmert sich hervorragend um uns. Das Mädchen hat mich schon mein ganzes Geld gekostet. Und nun fressen mir diese Männer noch die letzten Haare vom Kopf. Dann mach Folgendes. Ruf Bacha an und sag ihm, du bist der Kidnapper und verlange von ihm die Diamanten. Mr. Bacha, Telefon für Sie. Hallo? Hier spricht der Kidnapper. Fragen Sie sich eigentlich nicht, woher ich weiß, dass Mr. Mahendra Sie hierher geschickt hat? Ich weiß, dass Sie sehr einflussreich sind. Ich bin gekommen, um Ihnen die Diamanten zu übergeben. Sagen Sie mir einfach, wann und wo ich... Und wo und wann wir uns treffen werden. Morgen um Punkt 4 Uhr in der St. Paul-Schule. Aber woher weiß ich, dass Sie das Kind auch wirklich haben? Sie können ja jetzt ein paar Worte mit ihr reden. Mhm. Hey, Kleine. Kleine, willst du ihm sagen, dass du Papa sehen möchtest? Bitte. Wirst du wohl sprechen? Oh. Hey! Rühr das Kind nicht an! Sie wissen jetzt, was dem Mädchen passieren kann. Wenn Sie sie lebend wiederhaben wollen, dann bringen Sie besser die Diamanten. Ja, ich habe verstanden.
Also morgen um 4 Uhr. St. Paul Schule. Gut, ich werde kommen. Reizendes Outfit. Fragt sich nur, was sie mir gegenüber verheimlicht. Das sind die vier Männer, die vom CBI verdächtigt werden, Gayatri Bachchan ermorden zu wollen. Deepak hat Tapa als ersten Verdächtigen markiert. Wenn wir an Tapa herankommen könnten, finden wir auch heraus, welche Rolle Rat spielt. Er ist ein reicher Industrieller. Außerdem besitzt er einen Nachtclub, in dem er sich jeden Abend aufhält. Das ist fantastisch, Mr. Tapa. Bei diesem Anblick fühle ich mich gleich um 20 Jahre jünger. Wissen Sie, hier bekommen sogar Steine wieder Leben eingehaucht. Danke. Es ist mir ein Vergnügen, Mr. Tapper. Ich sehe Sie zum ersten Mal hier. Ich komme auch ursprünglich aus Mumbai. Ich besuche gerne besondere Orte und treffe noch lieber besondere Menschen. Das sind meine Hobbys. Möchten Sie mein Freund sein? Ja, gern. Warum nicht? Mein Name ist Rosi. Ob Rosi oder Seema? Zigaretten stehen Frauen nicht. Eigentlich sind Zigaretten für niemanden etwas. Und Sie sind so alt? Sie könnten Ihr Vater oder Ihr Großvater sein. Und statt Sie davon abzuhalten, geben Sie einfach Feuer. Wer sind Sie? Ihr Liebhaber. Bacha. Bacha? Entschuldigung. Was soll das? Kommen Sie mit. Ich will aber nicht. Bitte kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Sie können mir meinetwegen Feuer geben. Ich hab... Onkel Tom, ich bin mir jetzt sicher. Raj arbeitet für Tapa. Haben Sie mich etwa nicht erkannt? Ich bin der Chief. Der Chief. Ja. Oh. Aha. Sie sind also der Chief. Ja. Wissen Sie was? Sie sind nicht Chief, sondern Chief. Was haben Sie hier verloren? Sie amüsieren sich in einer Disco und flirten mit ihr? Stresst Sie die Situation eigentlich nicht? Was ist mit dem Kind? Dem Kind? Ja, das Kind. Deswegen bin ich doch nur hierher gekommen. Ah, Sir. Damit niemand etwas merkt, bezeichnet er Mrs. Bachchan als das Kind. Hä? Oh, das Kind. Ja, das Kind. Also, Bachchan, was soll ich dazu sagen? Ich bin so gestresst, dass ich viermal am Tag die Hose wechseln muss. Nein, vergessen Sie es. Sagen Sie... Schöpft irgendjemand Verdacht, dass Sie Bacha sind? Wer hat den eigentlich zum Chief gemacht, hä? Kann denn jemand Bacha verdächtigen, Bacha zu sein? Keineswegs. Eben. Aber es gibt da ein Problem. Ein Problem? Das CBI hier denkt, dass ich einer von Ihnen bin. Das ist doch genau, was wir wollen. Ach ja? Erledigen Sie einfach nur die Sache mit dem Kind. Sorgen Sie sich nicht um das Kind. Das Kind ist morgen Punkt 4 in der St. Paul-Schule. Morgen? Wirklich? Wirklich. Und dort werde ich den ganzen Job zum Abschluss bringen. Morgen? Oh, mein lieber Bacha. Lassen Sie mich los, reißen Sie sich zusammen. Also, Sie erledigen diesen Job und Sie bekommen alles, was Sie brauchen. Ja, schon gut, kein Problem. Hier, die Karte. Hören Sie, das ist die Adresse meiner geheimen Farm. Oh,
Und wie geht es, Rani? Wer ist Rani? Ich meine natürlich Bajas Rani. Sie sind kein Chief, sie liegen schief. Baja hat keine Rani, sondern eine Königin. Erklären Sie sie. Aha. Und meine Königin steht dort. Oh. Oh, dann ist also Rani out und Königin in. Also, sagen Sie der Königin, der König wartet auf Sie. Er hat recht. Königin? Warum stehen Sie hier noch so alleine? Ihr König wartet auf Sie, Ihr Liebhaber. Liebhaber? Mhm. Ladies and Gentlemen, entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung. Unter Ihnen befindet sich heute jemand, der große Versprechungen macht, sie aber niemals hält. Er erzählt Lügenmärchen und bricht die Herzen der Frauen. Er ist ein Betrüger und kein Liebhaber. Er ist ein Killer. Ich bekenne mich in allen Punkten für schuldig. Ich gestehe. शामिल भी हूँ मैं कातिल भी हूँ सबके दिलों में शामिल भी हूँ दिल को चुराना नींदे उड़ाना बस यही मेरा कसूर वादों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं तरफ है मेरे ही चर्चे होठों पे है बस मेरा नाम रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शान झूठी कहानी सच्ची लगे आवारगी मुझे अच्छी लगे नगमे सुनाना सबको नचाना बस यही मेरा कसूर वादों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं Hallo? Ich rufe wegen Baja an. Oh, Rani, du hast einen tollen Kerl ausgesucht. Er sollte nicht länger Moti heißen, sondern König genannt werden. Er sagt, dass er den Auftrag morgen um 4 Uhr in der St. Paul-Schule erledigen wird. ये मोहब्बत कमजोरी मेरी चाहत की दुनिया पे मेरा राज बस रब के आगे झुकता मेरा सर झुकते मेरे सामने तक तो ताज अंदाज मेरा सबसे जुदा मैं बादशाह का बादशाह सपने सजाना हंसना हंसाना बस यही मेरा कसूर वादों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं हाँ।
Chief, ich habe gute Neuigkeiten. Wollen Sie mir sagen, dass das Kind morgen in die St. Paul-Schule kommt? Das Kind? Welches Kind? Das ist das Codewort. Das Kind steht für Gayatri Bachchan. Woher wissen Sie das? Das wurde erst vor einer Viertelstunde beschlossen. Diese Information habe ich gerade von Badger bekommen. Er ist kein gewöhnlicher Killer, er ist ein Magier. Er hat mir persönlich gesagt, dass er morgen um 4 Uhr Gayatri Bachchan in der St. Paul-Schule erledigen wird. Oh, danke. Sieht aus, als wolle er über die Schulter des Jungen zielen. Die Waffe raus. Wir müssen Mrs. Bachchan warnen, bevor er auf sie schießen kann. Wir werden da so nicht reinkommen. Wir müssen den Wachdienst informieren. Sir, da ist eine Frau, die sagt, dass Mrs. Bachchan umgebracht werden soll. Das Mädchen, das da gerade wegrennt, kennt unseren Plan. Also legt sie um. Hast du die Steine? Hey, du Bär, was willst du? Hä? Ich bin der Kidnapper. Ach, so ist das. Das ist dein Kostüm? Ja. Sag, wo ist das Kind? Folge mir. Manik Chand. So, so, Sie haben also das Kind entführt. Er war's nicht. Ich war's. Er mit den Steinen. Okay. Ja. Erst sagen Sie mir, wo das Kind ist. Francis! Hey, Glatzköpfe, ich will Schokolade. Hallihallo. Jabadabadu. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben noch eine Überraschung für Sie. Sehen Sie hoch. Hey, Freunde! Batscha! Wie geht es euch? Uns geht's gut, okay. Und was gibt's sonst? Es macht mich sehr froh, dass Sie sich so gut um Sie gekümmert haben. Ich möchte Ihnen deshalb gern ein kleines Bonbon anbieten. Gerne. Nein, Schwager. Er macht es wie Charles Sobratsch. Er will uns garantiert damit vergiften. Kein Problem. Dann esse ich es eben selber. Nein, nein, nein. Sorry, es schmeckt überhaupt nicht. Ich werf's weg. Ups. Schwager, Schwager, wo bist du? Ich bin hier, du Idiot. Halt! Das ist keine echte. Ihr schnappt euch das Kind. Was heißt das? Lauf! Er läuft mit dem Kind weg. Wollt ihr nicht etwas dagegen unternehmen? Na also, wer sagt's denn? Kommt, wir hauen auch ab. Ja, komm, beeil dich. Schnell, schnell. Da ist er. Oh je. Komm, da lang. Wo sind Sie hin? Ich nehme die Seite. Da lang. Da! Hat's dir getan? Komm mit, weg hier! Sehr gut. Das war's dann. Kleine? Kleine! Kleine! Oh Gott! Sag mal, Onkel, warum hängst du da? Das ist die falsche Tür. Das ist nur, weil ich dich gesucht habe. Komm runter. Soll ich zuerst? Hm? Ich geh zuerst. Ich bin der Ältere, klar? Komm jetzt, mir nach! Okay. Oh,
Hat es dir Spaß gemacht? Kann man sagen. Komm, wir rutschen nochmal. Ist gut. Aber diesmal rutschst du zuerst, okay? Mach ich. Ah! Guck mal, der Bär kommt. Eins, zwei, drei, ins faule Ei. Hallo? Ah, Chief. Hier spricht Badger. Ah, Badger, was gibt es Neues? Gute Neuigkeiten. Das Kind ist jetzt bei mir. Das Kind ist bei Ihnen? Sie meinen, sie lebt? Ja, sie lebt. Ich halte die Kleine bei mir auf dem Arm. Erstaunlich. Ist der Killer oder Magier? Wieso? Mrs. Bachan ist jetzt bei ihm. Und er sagt, dass sie ihm gerade auf dem Schoß sitzt. Sie sitzt auf seinem Schoß? Man kann diesen Politikern wirklich nicht mehr trauen. Hallo? Wo ist er jetzt hin? Hallo? Ja, Chief. Ich bringe das Kind jetzt gleich in Ihr Büro. Nein, tun Sie das nicht. Das gibt nur Probleme. Hören Sie, bringen Sie sie zu meiner Farm. Ich warte dann dort. Okay? Aus. Hör mal, Ramlal, liefere das Kind bitte bei dieser Adresse ab. Ich werde inzwischen diese Fettsäcke zur Polizei bringen. Keine Angst, ich helfe dir. Komm schnell, wir müssen weg. Haltet sie auf! Aua, was sagt man dazu? Keine Angst, ich mach das schon. Oh, Idiot! Wo sind sie? Hey! Oh. Was ist denn? Oh, Entschuldigung. Aua! Schon verpackt. Weg. Was ist hier los? Hey! Was soll das? Er gehört zu mir. Er gehört zu dir? Wer sind denn die? Das waren Ihre Männer. Meine? Ich war allein. Das waren Tapas Männer. Tapa? Wer ist das denn? Für den arbeiten Sie doch. Hören Sie mal, ich arbeite für Mahendra. Mahendra? Mahendra, wer ist das? Mr. Mahendra ist... Versuchen Sie uns nicht zu veralbern. Wir wissen schon alles. Gut, bitte, dann erklären Sie es ihr doch. Das ist gar nicht nötig. Ich weiß, dass du Gayatri Bachchan töten willst. Gayatri Bachchan, ich? Nein. Ich kam hierher, um das Kind zu befreien. Welches Kind denn? Also, du lügst doch. Warum sollte ich? Weil es nicht das erste Mal wäre, dass du mich anlügst. Okay, es tut mir leid. Ich habe dich einmal belogen. Aber danach nie wieder. Aha. Und der Kuss im Hinterhof war also keine Lüge? Du hast auf meinem Schoß gesessen. Wie hätte ich das auslassen können? Was meinst du? Jetzt hör mal zu. Ich glaube dir kein Wort mehr. Okay, es tut mir leid. Ich belüge dich nie wieder. Nie wieder. Warum? Weil ich dich liebe. Was hast du gesagt? Was habe ich gesagt? Das kann ich unmöglich wiederholen. Ja. Es ist wahr, Sima. Ich belüge dich nicht. Ich liebe dich wirklich. Mutti? Ja? Verstehst du etwas? Ja, ich verstehe alles. Seht her! Vielleicht könnt ihr mir jetzt glauben, das hier sind die Kidnapper. Hier. Das ist der Chief von Mr. Mahendras Firma, Mr. Saxena. Bitte stiften Sie nicht noch mehr Verwirrung. Das sind die Kidnapper, sagen Sie es ihm. Oh, Entschuldigung.
Bitte vergeben Sie mir, Pacha. Ich bin tatsächlich der Chief. Bitte? Seien Sie still. Ruhig. Kein Wort mehr. Sie sind also der Chief? Du mieser Hund. Oh. Wenn das der Chief ist, wer ist dann der Mann aus dem Club, zu dem ich das Kind geschickt habe? Was mache ich nur? Ich kann dir sagen, wer das ist. Mein Kind! Sag etwas, Kind! Wo bist du? Warum bist du plötzlich so schüchtern? Du hast doch auch auf Badgers Schoß gesessen. Ich würde dich auch gern auf meinem Schoß wiegen. Ja, Onkel. Ich komme gerne auf den Schoß, wenn du mit mir spielst. Wer bist du? Unglaublich. Sie erkennen das Kind nicht wieder? Wer sind Sie? Und von wem ist dieses Kind? Ach nee, Sie erkennen tatsächlich das Kind nicht? Das ist das Kind von Ihrem Boss. Boss? Welcher Boss? Welcher Boss? Schämen Sie sich denn nicht? Wissen Sie nicht, von wem Sie Ihr Brot kriegen? Brot? Welches Brot denn? Brot aus Mehl. Jetzt, wo es ans Bezahlen geht, spielen Sie plötzlich den Unwissenden. Wieso bezahlen? Was geht hier vor? Wo ist Gayatri Bachchan? Gayatri Bachchan? Hat der alte Bachchan noch mal geheiratet? Was? Wer ist Gayatri Bachchan? Wer sind Sie eigentlich? Wo ist Badger? Chief? Das ist unser Badger, Moti. Was soll das jetzt? Chief, ich hatte zu viel Angst, es Ihnen zu sagen, aber ich werde Ihnen alles erklären. Der Mann, den Sie im Club getroffen haben, war nicht Badger. Er ist ein Privatdetektiv aus Mumbai. Und die vier da sind seine Männer. Sie sind gekommen, um ein entführtes Kind zu befreien. Und weil er zufällig Badger heißt, hat ihn das CBI für ihren Mann gehalten. Das ist einfach nur eine dumme Namensverwechslung. Oh. Dann wird mir eben dieses Problem helfen, mein eigenes Problem zu lösen. Eine Sache verstehe ich noch nicht so ganz. Was? Diese Diskette hier ist vom CBI, Badger. Woher hast du sie? Ich habe sie am Flughafen gefunden. Da war so ein Mann in einem Rollstuhl mit seinem Pfleger. Sie fiel aus seiner Tasche. Ich habe zwar hinterhergerufen, aber sie haben mich nicht gehört. Ich bin ihnen bis zum Aufzug gefolgt. Aber als ich ankam, ging gerade... War das der Mann? Im Rollstuhl? Ja, der. Er war's. Und der, der den Rollstuhl ge... Zu viele Tabletten. Ich muss ihn ins Krankenhaus bringen. Sieh mal. Mir geht gerade ein Licht auf. Es war der Mann, der den Rollstuhl geschoben hat, der in der Tiefgarage auf mich geschossen hat. Und er hat mir gesagt, dass er am Flughafen jemand anderen umgebracht hat. Das heißt, dass der Mann, der im Rollstuhl saß, schon längst tot ist. Was hast du, Sima? Das war mein Bruder. Sima, hör mir zu. Nimm diese Kopfhörer. Hier. Siehst du? Das Mikro. Jedes Wort, das dort gesprochen wird, kannst du also mithören. Verstanden? Gut. Also dann. Sei vorsichtig. Keine Angst. Balja ist da. Ich habe schon auf Sie gewartet. Das ist alles ein furchtbares Missverständnis. Sie haben mich für jemanden gehalten, der ich gar nicht bin. Und ich dachte, Sie seien Chief, der Chief. Ich wusste ja gar nicht, was für ein großer Mann Sie sind. Tut mir also sehr leid, wenn ich etwas gesagt haben sollte, was einen falschen Eindruck hinterlassen hat. Ich weiß über alles Bescheid. Das ist gut. Es freut mich, dass Sie inzwischen alles wissen. Ich würde gerne wissen, wo meine Freunde und das Kind sind. Ich würde sie gerne sehen. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Nein, nein. Ihnen geht's gut. Gott sei Dank. Wenn Sie wollen, dass es Ihnen weiterhin gut geht. Ja. Müssen Sie etwas für mich erledigen. Was denn? Unsere Premierministerin Gayatri Bachchan kommt ins Hotel Holiday Inn und wird dort eine Festrede halten. Ja. Sie wird natürlich von der CBI und einem Sicherheitsdienst beschützt. So sollte es sein. Kein normaler Mensch wird in Ihre Nähe kommen, außer Ihnen. Ich?
Hm? Wieso ich? Weil das CBI denkt, dass sie einer von ihnen sind. Ah. Und deshalb können nur sie den Job machen. Job? Welchen Job? Gayatri Bachchan töten. Töten? Gayatri Bachchan töten? Ja. Nein, Papa. Ich bin nur ein gewöhnlicher Privatdetektiv. Ich bin kein Killer. Nein, nein. Ich kann niemanden umbringen. Sie werden sie töten müssen. Weil sonst nämlich ihre Freunde und das Kind... Wenn sie ihnen etwas antun, dann bringe ich sie um. Ich werde sie umbringen. Hören Sie, ich mache sie kalt. Das ist Kanna, der Sicherheitschef von Gayatri Bachchan. Er wird sie von nun an wie ein Schatten begleiten. Wenn sie nur einen falschen Schritt machen, werden ihre Freunde und das Kind sofort auf mein Signal getötet. Wir sind da. Das ist das Hotel, in dem sie Gayatri Bachchan töten werden. Sir. Versuchen Sie nicht, mich aufs Kreuz zu legen. Das Kind ist in dem Van. Und die? Sie trägt einen Bombengürtel. Und ich habe die Fernbedienung. Hier ist Ihr VIP-Ausweis. Und hier die geladene Pistole. Namaste. Namaste. Ja. Was ist in Ihrer Tasche? Oh, eine Nagelschere. Die können Sie aus Sicherheitsgründen nicht mit reinnehmen. Das ist doch nur eine Nagelschere. Ich habe meine Vorschriften. Bitte. Bitte. Hallo, Sir. Gehen Sie. Ja. Danke. Eine nette Person. Tarussi. Die Premierministerin soll ermordet werden. Deswegen sind Sie ja hier, Mr. Bajar. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. So hören Sie doch. Die Premierministerin soll ermordet werden. Ich hab... Dr. Rossi. Doktor. Ober. Rein. Bitte, Madam. Lassen Sie ihn. Aber Madam... Ist gut. Danke. Entschuldigung. Ich bin hierher geschickt worden. Reden Sie weiter. Eigentlich, ich werde Ihnen alles erzählen. Ich bin aus einem Grund hier. Da draußen ist nämlich ein Kind. Und das Kind... Sie wollten etwas über das Kind sagen. Das Kind? Ja, sprechen Sie. Das Mädchen ist ein großer Fan von Ihnen und hätte gerne ein Autogramm. Wie heißt das Mädchen? Reden Sie. Sagen Sie den Namen. Ja, zu Hause sagen wir immer bloß Kleine zu ihr. Hier. Danke. Thank you.
fällt dir ein? Warum hast du nicht geschossen? Jetzt ist auch noch Zeit zum Schießen. Moti. Bitte, Onkel, hilf mir. Ich habe solche Angst. Die wollen mich umbringen. Bitte, Onkel. Um 12:30 gibt sie eine Pressekonferenz. Denk daran. Diese Chance solltest du nutzen. Das solltest du gar nicht erst versuchen. Komm. Selbst wenn du es bis zum Wagen schaffen solltest, kannst du Ralis Augen nicht entkommen. Sieh dort. Annie hält den Wagen im Auge. Und ihre Waffe ist immer auf deine Freunde gerichtet. Verstanden? Geh rein. Namaste. Namaste. Niemand darf der Premierministerin zu nahe kommen. Ihr verhaftet jeden, der Verdacht erregt, okay? Ja, Sir. Sir. Hm? Ich habe eine Waffe. Ich habe auch eine. Aber Sie müssen sie abfeuern. Sie verschwenden Zeit. Gehen Sie. Ich kämpfe gegen die Großindustriellen, die nur ihren eigenen Vorteil suchen. Nicht an die Allgemeinheit denken. Nicht an die Umwelt denken. Derart unsoziales Verhalten werde ich nicht weiter dulden. Was wurde getan, um den Unfall bei Tapa Chemicals aufzuklären? Die Untersuchungskommission wird in Kürze berichten. Im Moment können wir Ihnen leider keine weiteren Auskünfte zu diesem Thema geben. Ich bitte Sie deshalb noch etwas Geduld zu bewahren, bis wir mehr darüber berichten können. Wir nehmen dieses Thema sehr ernst. Ich versichere Ihnen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Missstände ein für alle Mal abzuschaffen. Geben Sie keinen Mucks von sich. Hören Sie gut zu. Mr. Tapa hat mich geschickt, um die Premierministerin umzubringen. Sehen Sie her. Stellen Sie sich jetzt ganz ruhig wieder hin. Los. Nach vorne sehen. Meine Freunde und ein Kind sind in seiner Gewalt. Wenn ich die Premierministerin nicht töte, wird er sie umbringen. Bitte helfen Sie mir. Warum sagen Sie das nicht dem Sicherheitschef? Der ist Teil der Verschwörung. Sie müssen mich unbedingt zu ihr bringen. Wenn Sie mir nicht glauben, nehmen Sie das hier. Ich habe nicht viel Zeit. Bitte helfen Sie mir. Bitte. Bitte. Sir? Treten Sie ein. Kommen Sie. Was wollen Sie? Dieser Mann sagt, Mr. Tapa hätte ihn beauftragt, Ihre Frau zu töten. Was? Und die Sicherheitsleute sind in den Plan eingeweiht. Das ist doch Unsinn. Das ist kein Unsinn. Ich sage die Wahrheit. Wie wäre ich sonst wohl mit dieser Waffe an den Sicherheitskontrollen vorbeigekommen? Hm? Sie ist geladen. Weiß meine Frau schon davon? Nein, Sir. Sie ist in der Pressekonferenz. Deswegen habe ich ihn hierher gebracht. Das war eine kluge Entscheidung. Ich muss etwas tun. Ich kann das nicht glauben. Tapa steckt dahinter. Gemeiner Mistkerl. Ah!
euch kreuzen. Wen haben Sie da angeschleppt, Tapa? Was wäre passiert, wenn Gaitri das erfahren hätte? Ist das Ihr wasserdichter Plan? Und mit diesem Plan wollten Sie sich sämtlicher Probleme entledigen? Ich habe Ihnen geholfen und Ihnen Informationen verschafft, weil ich das verdammte Geld will. Und ich will die Macht haben. Wenn Gaitri uns heute entwischt, wird sie alles den Armen spenden. Ganz ruhig, Tiergratsch, ganz ruhig. Dieser Mann dort wird auf mich hören. Du denkst wohl, du bist klüger als ich, hm? Gaitri Bachan wird um Punkt 2 den Konferenzsaal betreten. Und wenn du sie dieses Mal nicht umlegst, werde ich den Knopf der Fernbedienung drücken. Entschuldigung, wer sind Sie und was machen Sie hier? Hören Sie, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Hilfe? Das hier ist Ihre Kopie. Danke. Okay. Kein Problem. Wiedersehen. Kaffee, Sir. Danke, nein. Ganz sicher? Ober. Behalten Sie mich im Auge. Guter Trick, nicht? Oh, die ist leer. Ich habe nicht gepfuscht. Überhaupt nicht. Sehen Sie? Hier ist sie. Danke. Ja. Schönen Tag noch. Danke. Guter Trick, nicht? Mrs. Bachan, Tapa plant, sie umzubringen. Ihre Sicherheitsleute sind darin verwickelt und ihr Mann ist auch daran beteiligt. Er hat ihre persönliche Assistentin erschossen und schickt mich, um sie zu töten. Wenn sie zu der Veranstaltung kommen, muss ich sie erschießen. Was ist? Oh, Madam, ich möchte Ihnen... Reden Sie! Ich möchte Ihnen den Kaffee servieren. Gaitri, hier ist deine Rede. Ich denke, ich werde die Veranstaltung absagen. Ich fühle mich nicht wohl. Gaitri, du bist nur ein bisschen müde. Nach dieser Rede werde ich alles von dir fernhalten. Ich sorge dafür, dass du einen sehr langen Urlaub bekommst. Ist gut. Schick bitte Sheetal zu mir. Die Rede muss noch verändert werden. Sie ist fort.
Ihre Mutter hatte einen Herzinfarkt. Oh mein Gott. Sie ist nicht zu Hause, sie ist im Krankenhaus. Keine Sorge, Gayatri. Sie ist bereits außer Gefahr. Ruh dich jetzt aus. Okay. Ist gut. Gayatri, sei bitte um Punkt 2 da. Mhm. Halt's auf. Dann komm. Okay. Hey. Oh Gott, ist es dringend. Ich nein, in den Baum. Hier. Ja. Geh da rein. Tut mir leid. Stellen Sie wieder hin. Blöd, Mann. Sima, hat Mrs. Batschan den Brief bekommen? Ich habe ihn in ihre Rede gesteckt. Oh, gut, gut. Jetzt kommt sie wenigstens nicht runter. Ich muss jetzt irgendwie das Kind und meine Freunde befreien. Sima, hast du meine Tasche dabei? Ja. Mister, haben Sie die Tasche? Ja. Was ist? Du siehst toll in diesen Sachen aus. Wie? Idiot. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Kommen Sie. So, Freunde, ich bin unterwegs. Komm schon. Was hast du denn nur dabei gedacht? Du bist ein wahrer König. Mami! Ich hätte die Treppe nehmen sollen. Sieh mal, wer hier ist. Hey. Hey! Du? Keine Bewegung. Oh, das macht Peng. Wenn du ein Mann bist, wirf die Waffe weg und kämpf mit mir. Ich werde dir zeigen, was für ein Mann ich bin. Wirst schon sehen. Dann wirf endlich die Waffe weg. Gut. Wir zählen bis 3 und dann werfen wir. Okay. Gut. 1... 2 3 Hey, meine Kleine! Da ist sie ja. Na komm! Nein, rühr mich nicht an! Warum? Hier ist eine Bombe! Die ist an dem Kind befestigt. Ja, hier, nimm. Mal sehen. Halt! Was machst du denn da? Hast du in der Schule Naturwissenschaften gehabt? Warum fasst du sie dann an? Besser, wir tragen sie. Aber Tappa hat die Fernbedienung. Und keiner von uns kann die Bombe entschärfen. Hört mal. Ich weiß, was wir tun. So? Folgt mir. Ja. Ich habe sie schon überall gesucht. Was machen Sie hier? Wo ist er?
Auf Klo. Wir haben inzwischen 2:05. Holen Sie ihn her, und zwar schnell. Beeilung, nur noch 5 Minuten. Oh, fertig. Es war alles wegen dem Gas. Kennst du das Problem? Erzähl keinen Schwachsinn und komm jetzt. Warum so sauer? Du wirst schon merken, wenn es dich erwischt. So ein Verdauungsproblem ist gar nicht lustig. Als Parteivorsitzender möchte ich Ihnen ganz herzlich zum 25-jährigen Bestehen Ihrer Organisation gratulieren. Und das ist keineswegs nur eine lästige Pflicht. Vielmehr war es der Premierministerin und meiner Frau eine Herzensangelegenheit, wenn sie nicht Ihnen kommt, Ihre Glückwünsche wird die Veranstaltung dann gestrichen zu übermitteln. Halt die Klappe. Sie wird kommen. Ganz sicher. Joe, da ist sie. Meine Freunde, geh. Viel Glück. Sobald er sie getötet hat, erschießt ihr ihn. Ich übergebe jetzt an die Premierministerin. Mrs. Bachchan, Tapa plant, sie umzubringen. Ihre Sicherheitsleute sind darin verwickelt. Und ihr Mann ist auch daran beteiligt. Er hat ihre persönliche Assistentin erschossen. Sie ist fort. Wohin? Ihre Mutter hatte einen Herzinfarkt. Wenn Sie zu der Veranstaltung kommen, muss ich Sie erschießen. Ich habe keine Wahl. Tapa hat meine Freunde und ein Kind in seiner Gewalt. Ich bin der, der Sie im Aufzug nach einem Autogramm gefragt hat. Wohin laufen Sie? Für dich. Jetzt werde ich dir eine Lektion erteilen. Sieh her!
Es lebe Indien. Drück den Knopf. Nein, Onkel. Die Bombe geht los und wir Nein, sterben. Nein, mein Kind. Diese Leute sind nicht so mutig wie du. Es sind Feiglinge. Wenn er auf den Knopf drückt, wird er auch sterben. Na dann los, drück auf den Knopf. Los, drück drauf. Hey! Kommt mir nicht zu nah. Bleibt, wo ihr seid. Sonst drücke ich auf den Knopf. Wenn er aus dem Gebäude kommt, wird er den Knopf drücken. Ich werde versuchen, die Bombe zu entschärfen. Bringt mir mein Werkzeug. Die Bombe kann man nicht entschärfen. Wir müssen irgendwie die Weste entfernen. Wo bist du? Ich bin hier. Gib mir die Fernbedienung. Gib sie mir oder schmeiß sie sonst hier runter. Nein, nein. Tapper! Gib sie mir. Gott sei Dank. Chopra, wir müssen die Weste außerhalb der Funkreichweite bringen. Sir, dort. Rocky! Ich bin hier oben! Baja! Er wird fallen! Tapa hat noch die Fernbedienung! Keine Angst, Baja! Wir haben die Weste weggeschmissen! Ich mache mir keine Sorgen um die Weste, aber ich verliere langsam meinen Halt! Halt dich fest, wir helfen dir! Beeilt ihr euch bitte! Hör zu, Baja! Spring, wir fangen dich! Na komm! Spring! Los jetzt! Onkel, hör mal! Wenn er springt, ist er erledigt! Zieht den Stoff an beiden Seiten stramm! Er kann sie rutschen! Komm, Beeilung! Zieht schön stramm! Zieht! Weiter nach links! Wo wollt ihr denn hin? Also in die Mitte! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Oh mein Gott, aus dem Weg! Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Danke. Danke. Ihr Idioten! Bis jetzt habt ihr nichts erledigt gekriegt. Ich gebe euch noch eine letzte Chance. Sobald ich in dieses Auto gestiegen bin, drückt ihr den Knopf auf der Fernbedienung und jagt Gaitri und Baja beide in die Luft. Geht! Ja. Mach's gut. Der Chief ist tot! Lauf! Wir haben wirklich keine Zeit. Tut mir sehr leid, Sir. Hallo? Wir haben keine Zeit. Ja, bitte? Geht nicht. Nein, nein. Rufen Sie Montag an. Montag! Montag! Bitte sehr. Oh, Bill Clinton. Montag! Oh, Sir, Montag! Für Sie, Sir. Bill Clinton ist am Telefon, Sir. Hä? Ja. Hallo? Mr. Clinton? Ja, Sir. Der Monika-Fall? Ja. $1 Million? Hey, Baja, Bill Clinton ist am Telefon. Der Monika-Fall, $1 Million. Nein. Bestell ihm, dass Baja gerade bei seiner Frau ist. Er kann 1 Million zahlen. Oder sogar $10 Million. Ich nehme den Auftrag nicht an, nicht an, nicht an. Nimm ihn. Nimm ihn. Ach, Liebling. Das ist...
Ein kleines Satellitenproblem. Kümmer dich nicht um, Liebling. Oh.